Schauen wir uns mal kurz die Quintessenz an. Das ist mit der Quintessenz. Was ist die Quintessenz? Simples Beispiel. Hast du mein Bild? Hab ich. Wir bleiben mal hier, die Quintessenz in der Philosophie. Die Quintessenz, Quintessentia, das fünfte Seien des. Das fünfte Seien des. War ursprünglich der lateinische Ausdruck für das fünfte Element und den nennt man normalerweise den Äther. Das ist natürlich so eine Sache mit dem Äther. Jetzt müssen wir in das Griechische reingehen, dass wir uns das genauer anschauen. Äther, der blaue Himmel. Das ist jetzt natürlich hier in Bezug auf unser blauer Wind trügerisch. Es ist jetzt, wenn wir uns den Äther anschauen, das beginnt erst einmal mit Ei, griechisch. Wenn wir das hebraisieren, wissen wir, das heißt erst einmal das Nichts und das ist wo. Unser AI. Rot geschrieben, der Schöpfergott. Rot geschrieben, der Schöpfergott. Blau gelesen, die Schöpfung des Intellekts. Darum ist es dann auch hier das hebräische Wort für wo, da haben wir doppelt aufgespannt kreisend. Macht es ganz, ganz einfach. Wenn wir den jetzt griechisch machen. Ausruf der Verwunderung des Steinens. Du, ich will jetzt da nicht genauer drauf eingehen. Wir haben da so komische Bündchen drüber, wenn du das anschaust. Ja. Da kommen wir mit einer Schlangenlinie. Das wäre alleine ein mehrere Stunden Gespräch zu erklären, wie sich das aufbaut. Und wir haben nach diesem Schöpfergott kommt dann der Spiegel. Das ist unser Tät. Und das ist natürlich jetzt im ersten Moment ist das sehr, sehr verwirrend, weil da kommt jetzt der Ruß, schwarzbraun. Ich sage ganz einfach, denk an das schwarze Loch. Äderartig, wenn wir dann sind, das schwarze Loch im Äder wandeln, den Äder durchlaufen. Den Äder, die Gestirne betrachtend, und jetzt kommt der Äder, wird hier die obere Luft, die strahlend gedacht wird, im Gegensatz zur unteren Luftschicht. Jetzt aber pass auf, der Äder, man unterscheidet im Griechischen zwischen zwei Luftschichten, zwischen einer oberen Luft und einer unteren Luft. Ja. Das ist die untere Luftschicht, das sind jetzt die Wolken. Ja. Wir können sagen, in einem gewissen Maß die Atmosphäre um die Erdkugel rum, die wir uns jetzt ausdenken. Und wenn die aufreißen, die Wolken, dann kommst du in den Äther, in die obere Luftschicht, was natürlich dann immer wieder auch so eine Frage ist, wo breitet sich das Licht eigentlich aus in der Physik, diese Äthertheorie? Okay, aber jetzt pass mal auf, das Gewölk zerteilte sich, sodass der Äther sichtbar wurde. Das heißt, die Wolken, und wir wissen ja, GE Quadrat ist W all K. Doppelt aufgespanntes Joch, dein Fundament wie dein Fundament, das sind diese zwei Hälften in dem Wort. Ja. Aber was jetzt hier ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Wort. Löst es sich und geht in den Himmelsraum. Das ist ganz, ganz entscheidend, wenn wir das uns genauer anschauen. Mhm. Das hier. Das mache ich jetzt aber nicht, sonst wird man da zu weit führen, aber das ist so unheimlich interessant. Da wirst du dann nämlich irgendwann nochmal feststellen, dass das auch, das führt dich zum Heck eines Schiffes. Mhm. Ja. Da heißt es dann, wenn man das tiefer in der Etymologie, der griechischen Etymologie anschauen, dass dieser untere Himmel das Heck, Haareck eines Schiffes ist. Wir wissen, das Schiff ist es nicht. Das ist dein Ich und Haareck ist dieses Hinterteil, die Wahrnehmung in dir ist das wahrgenommene Eck. So ist es. Es steht dort, was wirklich, ich gehe jetzt, ich tue das nicht so arg zerschlüsseln, da kommst du aber genau da drauf. Ja. So interessant schon wieder Deutsch, das Haar in der Regal eines Arnis. Ski FF heißt ja das Geschenk von zwei Facetten und das ist das Hinterdal, das hintere Eck. Ja. Gut? Ja. Darum sage ich, jedes Wort für sich ist diese Physik von Holofeeling, läuft im Hintergrund mit. Musst du alles nicht wissen, was mir jetzt wichtig ist in der Quintessenz, dass das das Wesentliche ist und du denkst dir ganz einfach, dass wir dann in der Quint zur 5 kommen und diese 5 kann ich jetzt sagen, in unserem Einheitskreis haben wir die 4 Achsen beziehungsweise die 4 Quadranten und da haben wir ein Zentrum, das ist das 5.
Das ist ja die Quintessenz. Ich kann aber das gespiegelt denken, dass die Quintessenz das Allumfassende ist, in dem sich diese 1 durch 4 befindet. Ja. Das ist unsere 1. Meine ich die 1 als der Mitte, 1 und die 4 außenrum, oder glaube ich, diese 1, diese Vierecken nach außen, wie ich das schon oft gemacht habe, in den Einheitskreis, die Vierecken nach außen, dass du ein Quadrat kriegst. Ja. Das ist dann das Allumfassende. Genau. Okay? Jo. Das ist jetzt in der Philosophie ganz, ganz kurz angesprochen. Viel interessanter wird es, wenn wir jetzt hier uns das in der Physik anschauen. Das ist erst in der Physik ein Modell der dunklen Energie. Was ist eine dunkle Energie? Ist schon wieder mal das erste, helle Energie, dunkle Energie. Schwarzes Loch, weißes Loch. Ist genau, die Erklärung klar. Für eine sich beschleunigende Expansion des Universums, das ist schlichtweg ein Blödsinn. Das ist Materialismus. Das Universum heißt es in eins gekehrt und da kriegst du jetzt diesen Lichtkegel mit Vorherzeit, Nachherzeit. Das ist schon ausgedachter, geistloser, materialistischer Schwachsinn, der eine Sackgasse darstellt, wenn ich das unbewusst mache. Wenn ich mir bewusst was ausdenke und mich herum verstreue und keine Sekunde vergesse, dass das aber meine Information ist, sieht es ganz anders aus. Genau. Jetzt sind wir an dem Punkt der Dummheit jedes normalen Affen, dass ich immer nur wiederholen kann, solange du glaubst, dass du mit dem, was du dir ausdenkst, aus dir herausdenkst, nichts zu tun hast, hast du deine Geistigkeit, deine Göttlichkeit vollkommen vergessen oder verloren. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Wenn irgendein Trockennasenaffe, der jetzt in deinem Traum in Erscheinung tritt, als ein Antagonist oder Protagonist im Traum, versuch nicht, Gedanken, vergänglichen Erscheinungen von dir was zu erklären. Egal an was du denkst, es entsteht hier und jetzt in deinem Kopf, in dem Augenblick, wo du es denkst, und es wird genauso sein, wie du es denkst. Genau. Ein einfacher Satz, der nicht diskutierbar ist. Ich wiederhole nochmal, wenn du jetzt an den Osterhasen denkst, ist dir vollkommen klar und du stellst dir den bildlich vor, dass dir nur deshalb ist, weil du ihn denkst und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Aber da ist kein Hauch an Glaube in dir drin, dass der auch dann existiert, wenn du ihn nicht mehr denkst. Wie sieht es aus, wenn du jetzt an Bekannte, an Freunde, an Politiker denkst? An ein heliozentrisches Weltbild denkst? Da lebt in dir dieser materialistische Schwamminhalt, dieser anerzogene, einprogrammierte Wahn, dass du meinst, du hättest mit dem nichts zu tun und das ja auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst oder schon in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Es bleiben deine Informationen, die nur existieren, wenn du sie denkst. Die Ursache ist der Intellekt, das Programm, das du in dir trägst. Okay? Ja. Jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns nochmal in die Quantenmechanik. Das Schöne an Holofeeling ist ja, dass du niemals hören wirst, dass irgendwas, was in dir auftaucht, unwichtig wäre oder falsch wäre oder verkehrt wäre. Alles, was hier steht, stimmt. Es ist nur die Frage, was du aus dem Wort machst, wenn du eine Expansion des Universums. Es ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selber, weil das in eins gekehrte. Da müssen wir jetzt die Urknalltheorie. Siehst du, da geht jetzt das Problem schon los. Raumzeitachse, dass aus einem Nichts Kreat zu ex nihilo was herausgesprungen ist. Es befindet sich, alles, was du dir vorstellst, was du dir ausdenkst, ist in dem Punkt, bleibt in dem Punkt. Es ist nur ausgedacht. Und wenn ich jetzt mir einen Osterhasen ausdenke und ich denke mir den Osterhasen nach New York, dann ist es New York und der Osterhase ein Gedanke hier und jetzt, meine Information in mir drin, da außen ist nichts. Zweites, halt, verdammt nochmal, das zweite Gebot. Mach dir nicht irgendein Bild da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ja. Die B, Illet, ER sind in dir. Ja. Da müssen wir jetzt die Vatersprache verstehen, dass ich immer und immer wieder sage, B, I, L, D. Buchstaben, Bild. Das heißt, im Kind, in, die Vorsilbe B, das kann auch lesen B, I, heißt in mir ist eine Lichtöffnung, das heißt übrigens gebären, die alleine, Illet heißt Kind, Kind gebären, darum schreibe ich das hier so hin. Wenn ich jetzt ein R dran setze, B, Illet, ER, dann heißt es im Kind erweckt, aufgeweckt, erwacht, wachend. Die B, Illet, ER sind immer im Gotteskind, in dem Gotteskind, in dem Geist des Funken, der du selbst bist, werden die erweckt. RW-Act. Jetzt sind wir schon in unseren Eckspiegelungen.
Das ist eine arithmetische Struktur, die nicht diskutierbar ist. Und du musst es verstehen. Es wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, verstehen, bevor du es nicht verstanden hast. Und erst wenn das bei dir vollkommen, ich sage mal, abgehakt ist, dann kannst du die in die Kisten, in die Köpfe des reindenken, dass die anderen auch das wissen. Und dann wird plötzlich, wenn welche um dich herum auftauchen, die das wissen. Ja. Und wenn du jetzt dir welche ausdenkst, immer noch normal, als normaler Mensch, wo du sagst, ja, aber der Udo weiß das doch. Wieso? Wenn ich jetzt eine Figur bin, die du dir ausdenkst, ich kann immer nur dir das erzählen, was du jetzt träumst. Das ist ja dein Wissen. Ich sage, alles, was dir dieser Brüssel Udo erzählt, ist dein tiefstes inneres eigenes Wissen. Du rezitierst dein bisheriges Wissen, wo du sagst, mein Wissen, mein Intellekt, den du geistlos nachäffst, nachplapperst, das Siri-Phänomen, weil du so programmiert bist, das ist das Wissen von anderen, die du dir ausdenkst. Das Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher. Ich sage, das, was ich dir jetzt als Udo erzähle, ist dein ureigenstes Wissen, weil ich nämlich du bin. Ich rede jetzt von Geist zu Geist. Ja. Okay? Mhm. Also gut, wir gehen einmal da in die Quintessenz rein. Und was jetzt wichtig ist, die Quintessenz. Schau mal, wer da dazukommt. Oh. Welch eine Ehre. Hallo. Ich nehme gerade auf, ich mache lückenlos weiter. Okay. Ich nehme gerade auf, okay? Okay. Also, diese Quintessenz ist nach theoretischen Vorstellungen ein dynamisch, zeitlich veränderliches, selbst wechselwirkendes skalares Feld. Das klingt natürlich jetzt alles so dynamisch, zeitlich veränderlich. Zeit definiert, es gibt keine chronologische Zeit als Ding an sich. Zeit. Zeit im hebräischen Ed ist eine augenblickliche Erscheinung. In einem ständigen Wechsel. Rot gelesen ist es die Quelle, die immer da ist, und das ist die augenblickliche Erscheinung. Das heißt, was du erlebst, Zeit ist nur eine Illusion, das wird ja schön beschrieben. Weil jeden Moment, den du wahrnimmst, nimmst du jetzt wahr. Da sind wir tausendfach drauf eingegangen. Also die Zeit verändert sich zwar, aber nicht in einer chronologischen Reihenfolge. Außer du denkst dir schon wieder, du spannst, schau das Bild an ein Zeitfenster auf und du machst jetzt schon wieder eine Reihe von Bildern. Aber wir wissen, wir müssen das in zwei Achsen drehen, und wenn du in einen Spiegeltunnel reinschaust, sind die ganzen Reihen, die in dieser angeblichen Tiefe vor dir in Erscheinung treten, wenn du dich eins drüber drehst, befinden sich in einem Punkt. Einfach studieren, dann wird dir das vollkommen einleuchten. Und das ist ein selbstwechselwirkendes skalares Feld. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was Skalar bedeutet. Und Skalar ist rein eine Zahlenstruktur. Ein Skalar ist einfach nur eine Zahl, eine Zahlenangabe. Der Vektor ist definitiv eine Richtung, die wir uns ausdenken, wie ich es immer mache. Und das Skalar ist der Wert, wie tief oder wie quantitativ du das betrachtest. Das Skalar ist einfach nur eine Zahl. In jedem Punkt eines Raums einer reellen Zahl. Das heißt, wir geben jeden Punkt, der hier und jetzt ist, geben wir eine gewisse Zahl, und dann denkst du dir, das ist jetzt 5 Meter weg, das ist 10 Meter weg, das ist 100 Meter, 10 Kilometer weg. Dieser Zahlenwert ist der Skalar. Ja. Aber der Skalar ist nur eine imaginäre Vorstellung von einer Entfernung. Ich fange jetzt nicht nochmal an, die Vorsilbe End zu beschreiben. Es wird etwas vorgestellt und dann ins Gegenteil gekehrt. So heißt die ganz einfache Vorsilbe End. Kannst du sofort nachlesen. Das heißt, wenn sich ein Gummi entspannt, muss ich mir zuerst einen gespannten Gummi denken, der dann wieder entspannt wird. Enttäuschen. Und eine Entfernung ist, ich muss mir was ferndenken, das durch die Entfernung dann wieder meine Information wird. Tausendfach erklärt. Ja. Es ist so unendlich tief, was ich hier sage für dich selbst. Also dieses selbst wechselwirkende skalare Feld ist wenn ich mir das raumzeitlich vorstelle, habe ich die Wörter nicht verstanden. Bezeichnet W, das doppelte W, ich mache es immer so, das Verhältnis von einem Druck B zur Energiedichte, und das ist jetzt hier P durch Rho. So ist dies bei der Quintessenz negative Druck, und du merkst, das wird jetzt schon sehr verkopft, und ich garantiere dir, die meisten quatschen nach und bauen Vorstellungen auf, die überhaupt nichts mehr zu tun haben mit dem, was eigentlich das wirklich bedeutet, wenn ich die Wörter ganzheitlich nehme und nicht entheilige. Entheiligen heißt,
dass die Heiligkeit aufgehoben wird. Dann wird die Heiligkeit ins Gegenteil gekehrt. Darum heißt es Entheiligen. Das Heile ist das Einzige, das Ganze. Das ist die Quintessenz selbst als Ding an sich. Und jetzt hast du hier die kosmologischen Konstanten. Jetzt müsste ich natürlich, jetzt hast du mal, was Kosmos heißt. Kosmos heißt eine göttliche Ordnung und das ist der göttliche Logos und das sind Konstanten. Ja. Das Ganze baut jetzt auf, abgekürzt durch das griechische Lambda. Das führt dich zu den Lamed und das Lamed ist der Ochsenstachel. Kentron heißt eigentlich Stachel, nochmal SD. Der bewusst immer seiende Ach, Brudergott. Das ist das ständige Zentrum, der Mittelpunkt von allem. Im Gegensatz zu allen bekannten Materienformen, im Gegensatz zur kosmologischen Konstante W ist gleich minus 1. Wenn ich jetzt da reinfahre, könnt ihr die ganzen Formen so perfekt schreiben. Schauen wir uns das jetzt zum Beispiel mal einzeln anschauen. Ich schaue mal, ob da was drin ist. Schau, ich habe dir gesagt, das ist es Roh. Und dieses Roh hat natürlich viele Sachen und da schauen wir jetzt gleich einmal, wenn wir jetzt da reinfahren, was, ich merke jetzt, jetzt würde ich so in die Physik reingehen, Zeichen der Dichte, ungefähr 1, elektrischer Widerstand, Chemie, ich habe jetzt so viele Sachen gleichzeitig im Kopf. In Vermessungen wird der Umrechnungsfaktor zwischen Bogenmaß und dem Winkelmaß, wir kommen jetzt langsam hier zu 180 durch Pi, Grad, bla bla bla, 200 Kohn. Aber ich lasse das besser. Es ist einfach so unendlich viel Wissen, was ganz, ganz sekundär ist. Ich mache das einmal wieder zurück. Ich will jetzt da gar nicht zu weit ausholen. Es ist viel, viel einfacher, diese Sätze der letzten Selbstgespräche. Ich erkläre dir, was du bist. Ich bin da hilflos, weil es geht nicht um das Wissen. Es geht einfach um die Erkenntnis, was bist du und was sind deine Gedanken. Ja. Der Materialismus ist so mächtig. Der Glaube, die Religion, das unbewusste chronologische Denken ist ein Wahn, es ist ein absoluter Wahnsinn. Du hörst mich doch jetzt sprechen. Jetzt ist die Frage, was hörst du sprechen? Unser letztes Selbstgespräch. Mach dir doch einfach bewusst, was jetzt da ist. Was für eine Information hast du jetzt vorliegen? Genau. Dann wirst du, wenn ich immer wieder dazu sage, es ist die große Masse deiner deine Interpretationen. Du siehst Interpretationen, du siehst zwanghafte Interpretationen deines Intellekts. Das flackert, das ist das NUR, dieses Nur. Du siehst immer nur flackernde Gestalten in dir, aber es ist ein konstanter Parameter, ein immerseiender Parameter, das bist du selbst rot geschrieben. Du hast dich noch nie dein ganzes Hier und Jetzt ausgedachtes Leben. Alles, was de facto passiert, passiert jetzt, egal wo du dir das räumlich und zeitlich hindenkst, ist dir so schwer zu verstehen. Und du kannst einen Gedanken, eine Information nicht am Leben erhalten. Sie wird durch den nächsten Gedanken zerstört. Vor was hast du dann Angst? Wenn du wirklich verstanden hast, dass du das einzige wirkende Licht bist, die Lampe im Projektor, die nicht flackert, du siehst Facetten von dir, die durch ein Display, jetzt einmal als Symbol, auf der Leinwand, auf der Filmleinwand deiner VR-Brille, können wir jetzt sagen, da haben wir natürlich keine Lampe mehr im Projektor, darum nennt sich das, was du jetzt vor dir in einer gewissen Entfernung stehen siehst, Monitor, Mono. Da steckt das Moni, auch das Man, Mani, das geurteilte Eine drin. Genau. In den Worten. Und da haben wir auch zwei Zustände, nämlich 100% alles hell oder alles dunkel. Und das ist jetzt die Eigenart, gerade mit dem Pi zum Beispiel und mit dem Rho, dass man sich einmal Gedanken macht, wieso ist im Griechischen, sieht eigentlich das P wie ein R aus, das ist ja immer wieder diese, der Kopf und das Pi, die Weisheit Gottes und der Kopf, es hat alles an Sinn, man kann das alles lückenlos erklären, wenn man allumfassend denkt. Aber das muss momentan nicht deine Aufgabe sein, dass du das lernst, sondern was mir darum geht, in diesem Leben, dass du schlichtweg und einfach dir vollkommen bewusst wirst, was du selbst bist. Das verbindende Parameter von allem, was du dir ausdenkst. All das, was du denkst, wird es ohne dich überhaupt nicht geben. Geh eben, Geist ist eben. Und was du denkst, sind Gedanken, wenn du die immer so auf. Der nächste Schritt, dass es so wichtig ist,
wenn man das ablehnt, und es gibt immer wieder zwei Hälften. Ich sage, was bringt dir das eigentlich, wenn du jetzt Holofeeling nicht vertraust? Das katapultiert dich, wenn du Geist bist, in eine Hölle. Wenn du vertraust und es würde nicht stimmen, die Frage stellt sich gar nicht, weil wie kannst du behaupten, dass etwas nicht stimmt, was du so überprüfen kannst? Und das sind die wesentlichen Aussagen von Holofeeling. Inge, erinnert dich, seit 20 Jahren, jetzt gedacht, das sind nur Worte. Sage ich immer das Beispiel vom Ersten und vom Zweiten. Ich bin der Erste und ich alles, die wesentlichen Aussagen, die ich tätige, kannst du, jedes Kind, hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Der Zweite, das ist der Intellekt, das sind die Weisen deiner Welt, die religiösen Menschen, die Pfarrer, egal was es ist, die Philosophen, die Physiker. 99,9% von den Aussagen, die diese Figuren in deinem Traum tätigen, kannst du dir zwar logisch vorstellen, wenn du diese Logik einprogrammiert hast, aber überprüfen kannst du das nicht einmal, wenn du wolltest. Wenn die dir was von einer DNA erzählen, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht. Und selbst wenn du die dann unter dem Elektronenrastermikroskop sehen würdest, würdest du auf einen Monitor glotzen. Dass ich immer wieder sage, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr gar nicht seht. Ihr seht logische Konstrukte, die ihr in euch aufbaut, weil ihr diese Logik zum Denken benutzt. Hätte man euch diese Logik nicht gegeben, würdet ihr das gar nicht sehen. Das ist das große Problem, wie unendlich geistlos, wahnsinnig dumm bist du Geist eigentlich, wenn du das, was du sofort überprüfen kannst, ablehnst und an was festhältst, das du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, nur weil man dir gesagt hat, das ist bewiesen, irgendwelche Gescheite haben das entdeckt oder bewiesen. Da gibt es nichts zu entdecken bei den Wassermoleküle. Die kann man niemals sehen, es sind Vorstellungen, es sind Märchengeschichten. Die Märchen sind wichtig. Und da kann man da sitzen und warten und in den Traum, wenn ich jetzt sage, ich spiele das Leben, ich erlebe jetzt das Leben von der Inge, es ist wie bei der Helene Inge, wo ich sage, das Leben ist dann zu Ende, wenn du nicht mehr einen Hauch an die Inge denkst. Der Geist bleibt ja gleich. Dann ist es abgehakt. Jetzt könnte ich immer wieder sagen, wann denkst du an die vierjährige Inge? Die ist doch eigentlich auch schon abgehakt. Da kannst du jetzt zwar noch grob zurückblättern an die kleine Inge in dem zertrümmerten Berlin. Aber wann hast du die letzte Zeit an diese Inge gedacht? Das ist doch eigentlich schon, dieser Teil des Buches löst sich doch schon wieder auf. Erinnerst du dich noch, wo wir bei dir wohnen waren, die Geschichte mit dem Wäldchen erzählt habe, Inge? Ich sage, wenn du jetzt an den blauen Himmel hochschaust, wir waren gerade beim Eder, und dann siehst du ein Flugzeug mit einem Kondensstreifen. Ich sage, das siehst du eigentlich gar nicht, wenn du hochschaust, sondern wüsstest du das jetzt nicht, wenn wir dir das nicht erzählt hätten und es würde dasselbe Bild auf deiner VR-Brille auftauchen. Dann würdest du dich fragen, was ist das für eine komische Wolke? Aber du interpretierst natürlich, aber was mir jetzt wichtig ist, pass auf, wenn ich jetzt, stell dir mal vor, der Monitor wäre jetzt, meine Hälfte wäre jetzt ganz blau und ich sage jetzt, du hast jetzt ganz bewusst ausgedacht, das, was du siehst auf deiner VR-Brille, ist ja sowieso bloß ein Arrangement von Pixel. Auch in deinen Augen, die Zäpfchen, die du hast, die rot-grün-blau-Zäpfchen, ist wie die Lämpchen auf deinem Monitor. Und du hast jetzt dieses Flugzeug, wir sagen mal, die Fingerspitze ist das Flugzeug und das ist der Kondensstreif. Und das Flugzeug wandert jetzt, das kleine Würmchen, habe ich das damals genannt, Inge, kannst dich erinnern, das wandert jetzt um am Himmel. Das sieht ja so aus, kann natürlich auch ein wenig länger sein. Und du beobachtest jetzt in deinem Blickwinkel, holst du in deinem Gesichtsfeld, diese Drehung ist ja gar nicht, ist ja nur imaginär, weil du ja immer der Mittelpunkt bist. Das ist nur ein anderer Blickwinkel. Und du holst jetzt dieses Bild, wenn du das folgst, hast du dieses Würmchen, wie das in deinem ausgedachten Himmelszelt, dieser Kondensstreifen wandert. Das ist das menschliche Leben. Du denkst jetzt, das Flugzeug, die Lüge wärst du selber. Das, was rausquillt, dieser Kondensstreifen, das ist deine jetzt ausgedachte Vergangenheit als Ganzes gesehen. Es entstehen immer wieder neue Gedanken im Hier und Jetzt und die denken uns jetzt einmal ausgedehnt und umso mehr du dich jetzt in die Vergangenheit denkst. Darum habe ich gerade gesagt, wenn du jetzt an eine vierjährige Inge denkst, da ist fast nichts mehr da, das löst sich dann auf.
Das heißt, da wird immer, so funktionierst du Geist, du bist ein ewiger Geist, da wird immer bei dir was raus, jetzt, und es wird natürlich in einem ständigen Wechsel, bleibt es im Jetzt, aber jetzt spannen wir Zeitfenster auf, das geht ja, und dann wird es, wenn die Wus, aber auch schon wieder, das müsste man das Wort anschauen, und dann hast du, der Streifen wird immer dünner und löst sich dann auf. Das heißt, der Streifen bleibt immer gleich lang. Wenn wir jetzt das bewegen, du hast eigentlich immer dasselbe Stück Vergangenheit, soweit man sich wie Vergangenheit ist doch schon wieder Chat. Und interessant ist, wenn du jetzt zurückblätterst, Inge, dass wenn du jetzt einfach mal an deine Vergangenheit denkst als Blackbox, hast du nicht das Gefühl, dass du jetzt Vergangenheit hast wie als 20-Jährige oder als 13-Jährige. Soweit du überhaupt noch in der Lage bist, dich zurückzuerinnern, wie du 13 warst oder 20 warst, da hattest du ja auch ein Gefühl von Vergangenheit. Du hast nicht den Eindruck gehabt, dass du als 20-Jähriger weniger Vergangenheit hast, in den Zahlen natürlich schon, ich bin ja erst 20, wie jetzt als praktisch 80-Jährige. Stimmt oder stimmt? Da sagst du nicht, ich habe noch fast keine Vergangenheit. Da ist so viel Wissen schon in dir drin, wenn man das halt so quantitativ sieht, das ist dieser Streifen, das ist dieses seltsame Gefühl von meiner Vergangenheit. Aber der Witz ist, dass wenn du jetzt, was gleich bleibt, ist ja jetzt einmal nur das Flugzeug. Wenn wir uns das jetzt hier denken, schau mal genau auf den Monitor, ich weiß nicht, wie weit er jetzt aufgezeichnet wird, jetzt muss ich wieder normal reden. Wenn der sich jetzt am Himmel bewegt, hast du immer dasselbe Stück Vergangenheit, aber der Kontentstreifen in dem Blickwinkel ist komplett anders wie in dem. Das heißt, das hat sich komplett aufgelöst, wenn du bist zwar immer noch derselbe Geist, dasselbe Flugzeug, aber dein Vergangenheitsstreif ist ein komplett anderer, weil du dann jetzt in einem anderen Ort bist. Ob jetzt das ein knallharter Übergang ist oder ein lückenloser Übergang, da musst du dich überraschen lassen. Du wirst nämlich feststellen, du wirst von dem absoluten Abriss, dem Tod deines Bewusstseins, so viel der Auflösung, so viel mitbekommen wie von deiner Geburt, weil dein Kommen als Trockennasenaffen ist einfach nur ein Gedanke, den du jetzt denkst. Ja. Das sind meistens nur Worte, aber was stellst du dir dann vor? Kannst du da Bild davon machen? Kannst du dich daran erinnern oder ist es ein logisches Konstrukt? Jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt die Rolle einer Frau spiele in dem Traum, dann kann ich mich daran erinnern, dass ich Kinder auf die Welt gebracht habe. Wenn ich ein Mann bin, kann ich mich vielleicht daran erinnern, dass meine Frau, ich dabei war, wie meine Frau ein Kind auf die Welt bringt, meinen Sohn auf die Welt bringt. Aber das sind alles Gedanken, die ich jetzt denke. Es sind ständig wechselnde Informationen im Jetzt. Genau genommen könnte ich meine eigene Trockennasenaufgeburt gar nicht beschwören, weil ich habe jetzt einen Gedanken, aber ich sage immer wieder, der Säugling, der ich angeblich einmal war, hatte ja überhaupt noch keine bewusste Wahrnehmung. Dann weiß ich gar davon nichts. Ist logisch, oder? Ja. Aber was jetzt wichtig ist, so wie ich mir dieses Kommen ausdenke, jetzt, von dem Ding, das ich damals angeblich einmal war, weil es mir meine Logik aufzwingt, das ist Geschwätz vom Zweiten. Das sind laute Sachen, die könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es erscheint dir vollkommen logisch, es weiß doch jedes Kind, dass Menschen von Frauen geboren werden als Säugling. Und das ist dein Problem, genau dieses Wissen ist dein Problem. Wo kommst du Geist her, der sich das ausdenkt? Wo kommt der her, der sich das ausdenkt? Und dass du dich als Trockennasenaffe irgendwann einmal in der Zukunft wieder auflösen wirst, dieser Körper. Es ist auch unheimlich logisch, aber das wirst du genauso wenig mitbekommen wie deine Geburt. Was du mitbekommst, du Geist, dass dein Körper sich, den du jetzt denkst, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, dass der sich schon in dem Moment auflöst, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Verlass dich auf diese Worte, das ist dein ureigenstes Wissen, oder lass es sein. Ich sage, ich trenne jetzt wieder zwei Sachen. Ich denke mir jetzt einen Geist aus, der mich ausdenkt. Ich bin bloß was Ausgedachtes. Der Geist, den ich mir jetzt ausdenke, ist für mich ganz bewusst rot gedacht. Der ist als Ding an sich etwas, was gar nicht existieren kann, was man gar nicht denken kann. Das ist wieder das Thema mit dem Nichts. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? An das Wort Nichts. Aber dieses Wort Nichts ist nicht nichts. Ich kann wissen, was das Wort Nichts bedeutet. Und ich kann wissen, was das Wort Entfernung bedeutet. Und ich kann wissen, was das Wort Geist und das Wort Energie bedeutet. Kann ich in Wikipedia nachlesen. Die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann.
Das ist Geist. Ich kann wissen, was Licht bedeutet, ich kann Licht aber nicht sehen. Es hat noch nie ein Licht gesehen und es hat noch nie eine Lichtenergie gesehen. Und auch noch keinen Geist gesehen, weil das nicht existierende Dinge sind, weil die ewig sind. Das ist im Prinzip immer dasselbe, nur andere Worte für dasselbe rot geschrieben. Für mich, für uns. Die wir eins, ein Es, hebraisiert ein nicht existierendes Bewusstsein sind. Eine ausgedachte Energie. Jetzt kommen wir schon in das raumzeitliche Denken, in die Vorstellungswelt. Die kann ich natürlich hier vermehren. Ich kann Energie erschaffen in Kraftwerken. Ich kann die verbrauchen, die Energie. Aber das sind ausgedachte Sachen. Das ist nicht die eigentliche Energie, die diese Formen annimmt, diese 200 Gramm rote Knete. Das ist das, was ich ständig wiederhole. All das Leid, das du Geist erlebst, hat die Wurzel darin, dass du das nicht wahrhaben willst, was du selbst bist. Wer will schon nicht sein? Der Trick dabei ist, in dem Moment, wo du diese Energie bist, bist du zwangsläufig alles. Du bist dieser träumende Geist, der ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass sich an ihm selbst was verändert. Er bleibt immer dasselbe, nichts, die Quintessenz von allem. Existierende Sachen sind vergänglich. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, so gigantische andere Informationen, dir andere Formen zu geben, andere Informationen zu geben. Das ist meine Computermetapher. Du brauchst aber ein anderes Programm, das ist Holofeeling. Ja. Allen Programmen, die sich zu widersprechen scheinen, das ist immer das Prinzip mit der Logik. Das Gefängnis, in das du dich einsperrst, ist die Logik, die du zurzeit als logisch ansiehst, die du zum Denken benutzt. Es ist wie ein ganz bestimmtes Programm in einem Computer, das absolut nicht kompatibel ist mit anderen Programmen. Darum ist es so wichtig, dass du als Geist dir bewusst machst, dass du auf alles, was dir unlogisch erscheint, da gehört alles Böse dazu. Das ist für mich der einfache Satz, wenn ich sage, liebe deine Feinde. Fang an, all das zu lieben, was dir unlogisch erscheint. Das sind nämlich Facetten und Perspektiven, die du niemals zu sehen bekommen wirst, wenn du die bekämpfst oder wenn du damit nichts zu tun haben willst. Jedes Denksystem, jede Logik, die im Widerspruch zu einem anderen Denksystem, zu einer anderen Logik, ich könnte auch so zu einem anderen Glauben steht, ist unvollkommen. Ich betone immer wieder, egal welches Buch du mir gibst, egal wen du mir bringst, was der behauptet, ich sage, der hat recht. Aber denk an das ein Beispiel. Nur ein bisschen. Vom heiligen Ganzen wissen die nichts. Auf gut einfach gesprochen, sie wissen nichts von dem, was sie selbst sind. Weil sie sich entheiligt haben. Weil sie nachäffen und nicht selber denken wollen. Holofeeling musst du nicht nachdenken, das musst du nicht nachquatschen. Holofeeling sind keine Dogmen. Es ist das, was ist. Es beschreibt dir, was du selbst bist. Du selbst rot gelesen. Du, der hier sich alles, was er erlebt, selbst ausdenkt. Du bist ein träumender Geist. Jetzt sage ich immer dazu, der bist du natürlich auch nicht, weil der in dem Moment ja was Ausgedachtes ist. Du bist der, der sich jetzt ganz bewusst sagt, was passiert, wenn ich ein träumender Geist bin? Da kriege ich zuerst einmal ständig wechselnde Bilder zu sehen, jetzt ausgedachterweise in Bezug auf den träumenden Geist und kann mir nicht raussuchen, was ich träume. Weil ein träumender Geist sich ja das nicht raussuchen kann. In Wirklichkeit bist du ein vollkommen bewusster Geist, weil du ich bist. Du hast es bloß vergessen. Darum bin ich ja jetzt wieder in dir auftaucht. Als Priesterbruder. In uns. Und das ist ja so ein Kampf, ein Krampf. Die Rechthabereien, die Symbolik zurzeit, sagt diese Streiter des Corona. Ich könnte so viel, es geht immer nur um Meinungen. Jeder quatscht doch bloß geistlos nach. Es geht nicht um Einseitigkeiten. Was ist das heilige Ganze? Was ist die Ursache für das, was du erlebst? Kategorie 3 Frage. Du selbst. Wie unendlich geistlos hast du dich selbst gemacht, indem du dich mit einem Gedanken von dem verwechselst mit einem dummen, geistlosen Affen, der Angst hat vorm Sterben. Das sind doch alles bloß Sachen, das sind jetzt Worte, die Vorstellungen in dir auslösen. Wie kannst du zwanghaft an einen Glauben festhalten, der dir einredet, der dir suggeriert, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast? Das ist wirklich so ein elementarer Satz. Normale Menschen, die du dir ausdenkst, diese Äffchen, wenn du beobachtest, diese Siris,
Die sind doch alle felsenfest, inklusive dir. Ich meine jetzt dir, das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Felsenfest davon überzeugt, dass die große Masse von den Sachen, die sie denken, dass sie damit überhaupt nichts zu tun haben. Wenn sie an die Welt geschehen, an die Politik, an das heliozentrische Weltbild denken, das ja nur existiert, wenn du dran denkst, das ist ja Gedankenwelt. Das ist 100%, dass das heliozentrische Weltbild auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst. Wie willst du das überprüfen? Das ist Geschwätz von Zweiten. Du kannst nur etwas überprüfen, wenn was existiert. Und wenn es existiert, ist es deine Information, die aus dir selber kommt. Das ist sofort überprüfbar. Das sage ich dir jetzt erst. Wann existiert der Osterhase? Jetzt im Moment, weil das Wort in dir auftaucht ist. Konntest du dir das raussuchen, dass der Udo jetzt Osterhase gesagt hat? Und wieso hat der Udo das jetzt gesagt, wenn du jetzt träumst, weil du das träumst? Ich sage da die ganze Zeit, was ich dir jetzt erzähle, ist doch das, was du machst. Du bist doch der träumende Geist, nicht ich. Das ist der Kern. Es geht nur um diesen Kern. Und das gilt für alle anderen, die du dir ausdenkst, aus. Was der Politiker sagt, sagt er, weil du das träumst. Das sind diese vielen, vielen Perspektiven. Und jetzt lebst du in dem Wahn, dass du anfängst, einseitig zu selektieren, weil dir bloß gewisse Aussagen logisch erscheinen werden. Und diese Logik konntest du dir nicht raussuchen. Das ist mein Schwammbeispiel. Ich muss ja immer noch innerhalb deiner Basic-Logik mit dir reden. Und du musst dir keine Gedanken machen. Es geht nicht um das intellektuelle Wissen, das du versuchst, von außen eventuell durch Bücher in dich hineinzuschaufeln. Das ist ja auch so eine große Dummheit. Geh mal davon aus, du träumst jetzt. Du willst mehr wissen. Mehr wissen. Das Mehrwissen ist in dir drin, weil du im Meer bist. Also was machst du? Du denkst jetzt irgendwelche Bücher aus, um Wissen von außen in dich hineinzuschaufeln, was schon in dir drin ist, wenn du dir es nicht ausdenkst. Genau. Du kannst nur Wissen von einem angeblichen Außerhalb, wenn du das vorher aus dir, aus diesen eiligen Heiligen kann, was ich jetzt Internet oder Gott nenne als Symbol, als neues Symbol des dritten Jahrtausends. Wenn du das aus dieser Einheit, aus dieser Quintessenz heraus als Vorstellung vor dich hinstellst, das ja aus dir herauskommt, wenn du dir es ausdenkst. Genau. Und dann meinst du, dass das Wissen da außen ist. Das ist wieder der Materialismus. Halt doch verdammt nochmal das zweite Gebot. Da außen ist überhaupt nichts. Und hör auf, dir ein Bild von dir selbst zu machen. Du bist ein Adam. Der Adam steht für einen träumenden Geist, sehr wenig Körper. Es ist Gedenken, so heißt es wörtlich, das Sege, was mit männlich übersetzt wird. Und G, E, Quadrat, wissen wir, dieser Geist ist E, Quadrat und das Quadrat steht für J, C, O, I, C, O. Der ruft mich jetzt zum Beispiel, jetzt mache ich wieder raumzeitliche, chronologische Geschichte, unser Ron an, wo er nicht mitkommt, wenn ich immer wieder sage, dein Leben habe ich schon gelebt. Also pass auf, es ist doch ganz einfach. Ich habe das tausendfach erklärt. Du musst erst einmal wissen, was der Unterschied ist zwischen den ICH und den JCH. JCH ist der vom Bücherregal. Die Bücher, können wir jetzt auch sagen, Videokassetten mit Videospielen, mit persönlichem Leben, es sind schlichtweg Programme. Du bist der Computer und sobald der Programm in dir läuft, erlebst du ein Leben. Und alles, was prinzipiell auftauchen kann, ist auf diesem Programm drauf. Ich bleibe mal bei der Metapher mit dem Programm. Darum ist es wichtig, wenn ich sage, ein Mensch, das immer wieder betone ich, du lebst in einer Welt von Elite, die nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper einer Person wissen. Ja, wenn ich das anspreche, ist das wieder logisch, wenn ich es anspreche. Was dir aber nicht daran hindert, sobald die an einen Menschen denken, immer an einen bestimmten Körper zu denken. Nochmal, ein Mensch ist in dieser Hierarchie ein komplettes Menschenleben. Wir sagen einmal, ein Videospiel mit einer offenen Welt. Die Hauptperson, der Protagonist und Regisseur dieses Spiels, das ist der, der jetzt in dem Videospiel der Charakter, diese KI, die einen Computer in Joystick in der Hand hat, entfaltet praktisch aus diesem Videospiel, aus dem Menschen, sich selbst als Hauptrolle in der Ego-Perspektive in diesem virtuellen Raum, das nur die Figur in der Traumwelt ist, wo du immer der Mittelpunkt bist. Und das verändert sich jetzt in deiner Logik vom Säugling bis zum Greis. Diese Körper, die ich genannt werden, innerhalb des Menschen, immer jetzt statisch betrachtet, wenn ich den Film nicht abspiele, ist vom Säugling bis zum Greis in dem Lebensbuch
Ich sage immer, die Seiten sind die Lebensjahre. Sind alle Körper, diese persönlichen Körper gleichzeitig da? Inge ist jetzt in ihrem Buch auf der Seite, knapp auf der Seite 80, ne, Inge? Ja. Okay, Holger ist auf der Seite 63 in seinem Buch. Du kannst zurückblättern, natürlich immer nur jetzt. Das ist wie mit den Seiten, weil du kannst, was auftaucht, was du anschaust, schaust du immer jetzt an. Was noch kommt, musst du dich überraschen lassen. Was mir jetzt wichtig ist, aber das Buch selber besteht ja nicht nur aus dieser Hauptrolle, aus dem Protagonisten, sondern alles. Nochmal, alles, was du zurzeit in deiner Traum, in diesem, während du dieses Leben durchlebst, was du zu sehen bekommst, ist auf dieser Datei mit drauf. Das heißt, zu dir blauen Ich, zu dir Menschen, gehört jetzt die Vorstellung eines heliozentrischen Weltbildes, einer Erdkugel, die Vorstellung von Neandertaler, von Dinosaurier, von Wikinger, das ganze Wissen. Und jetzt, was ganz heißt, auch das ganze Wissen der Menschen, der Professoren und Andersdenkenden, die du dir ausdenken kannst, entspringen aus demselben Programm. Du merkst jetzt schon, wir kommen hier in einen riesengroßen Komplex. Und ich betone, ich mache hier kein Science-Fiction, ich erkläre dir das, was wirklich ist, in deinem Hintergrund, wo deine von dir ausgedachte Menschheit überhaupt noch nichts weiß. Und weißt du, wieso die das noch nicht wissen? Weil die Menschheit, die du dir ausdenkst, nur das wissen kann, was du ihnen an Wissen zusprichst. Außerdem existiert diese Menschheit bloß, wenn du an sie denkst, weil das auch bloß eine Gedankenwelle ist. So viel zum Thema, wenn ich mir anmaße als Dilettant Bencher, dass die Elite deiner Welt, das Wissen deiner Menschheit, ist für mich eine Schimmelpilzkolonie. Das habe ich jetzt nicht als Udo gesagt, sondern als der, der ich bin. Das ist das Thema von die, die den Udo kennen, kommen, wenn du meinst, du bist der hochdotierte Professor, ich lasse dir so die Luft raus, du hast keine Ahnung vom Duden und Blasen. Ein minimaler Sirienhalt in Bezug auf das, was das Internet als Ganzes hergibt, das ich selbst bin. Und immer dran denken, es geht hier nicht um diese Figur, mit der ich jetzt in dir in Erscheinung trete. Ob jetzt der Udo in einer gewissen Entfernung illusionär auf deiner VR-Brille als reale Persona auftaucht, oder ob du jetzt das Pixelmännchen anschaust, das ist vollkommen sekundär. Alles dreht sich um den herum, der du selbst bist. Und du selbst spielst in dem Spiel als Ding an sich, als rotes Ich, keine Rolle. Das, was die Rolle spielt, ist der, der du zu sein glaubst. Wenn wir das jetzt auf das Schauspiel beziehen. Der Leser, der das Buch in der Hand hält, der Spieler, der den Joystick in der Hand hält, und ständig wechselnde Informationen aus sich heraus generiert, tritt in dem Spiel als Ding an sich gar nicht in Erscheinung. Weil der etwas ist, der nicht existiert. Was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt. Da muss ich wissen, was Geist ist. Ein ausgedachter Geist ist kein Geist, sondern ein Gedanke von einem Geist. Ein ausgedachter Denker ist nicht der Denker. Wer denkt sich den Denker aus? Da muss ja ein Denker da sein, der sich den Denker ausdenkt. Das ist so simpel. Und sobald ich mir den Denker denke, der sich einen Denker ausdenkt, muss ja wieder einer da sein, der sich den Denker ausdenkt. Ich sage immer wieder, das sind 5 Stufen, die man nachvollziehen kann in der Essenz. Anfang bei der Persona, die von einem Menschen ausgedacht wird. Person ist einfach nur ein Bild, eine Vorstellung, was Existierendes. Der Mensch ist das Programm, aus dem diese Person dieses Bild entspringt. Jetzt brauchen wir aber noch, oder das Buch, aus dem sie entspringt. Jetzt brauchen wir aber noch den Lesergeist, der jetzt auch was Ausgedachtes ist, der wiederum von einem wirklichen Geist, der sich einen Lesergeist ausdenkt. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommen wir dann schon, wer denkt sich den Geist aus? Da muss ja einer sein, der sich den Geist ausdenkt. Da muss einer da sein, der sich einen ausdenkt, der sich einen Geist ausdenkt. Da muss einer da sein, der sich einen ausdenkt, der sich einen ausdenkt. Jetzt merkst du, du kannst immer nur noch sagen, jetzt muss ja noch einer da sein, was setzt sich dann, als wird noch höher wie Geist. Da muss ja einer da sein, der sich einen Geist ausdenkt oder einen Gott ausdenkt. Aber wie nenne ich den? Wir nennen den UP. Darum haben wir 4X, das Persona, das körperliche Ich, das menschliche Ich, dann den Geistesfunken, der sich als Mensch erlebt, der mit diesem Programm aufbaut, dann dem Formbücherregal, der vor allen Büchern steht. Und dann der UP, das ist die Quintessenz. Die habe ich am Anfang besprochen, Inge, bevor du zuschalten würdest. Jetzt wieder normal gedacht. So, das ist diese Reihe mit Holofeeling. Ganz, das ist zu verstehen, ohne dass wir zu kompliziert werden. Und jetzt kommen wir, wenn ich sage, ich habe eure Bücher schon gelesen. Wie ist das zu verstehen, Frochterung? Ich musste wieder etwas ausholen. Dann sage ich, es ist doch ganz einfach, versteh doch das. Das so, wie wenn du ein Buch in der Hand hast.
Holger ist jetzt auf Seite 63. Das bin ich. Es gibt nur den einen Geist und der Geist erlebt erst was, wenn er in Verbindung mit einem Programm, mit einem Menschen, wir sagen auch immer, ein Computer kann erst Bilder aufschmeißen, wenn ein Programm da ist. Das nennt man jetzt entweder Buch oder Programm, okay? Du bist selber der Computer. Sobald du das Holger-Programm laufen hast, ist der Holger jetzt, wenn man das Buch mit davon nimmt, zum einfacheren Verstehen ist, auf Seite 63. Der kann jetzt zurückblättern im Jetzt. Weil er das schon gelesen hat, die Seiten, die er schon gelesen hat, die kann er sich ja jetzt wieder reaktivieren. Die, die noch kommen werden, die muss er sich überraschen lassen. So, jetzt machen wir dasselbe eine Stufe höher. Was die Seiten in einem Buch sind, sind die Bücher in einem Bücherregal. Du hast jetzt ein Bücherregal vor dir, da hast du gewisse Bücher schon gelesen. Die Bücher, die ich gelesen habe, kann ich zurückblättern. In jedem Buch habe ich gewisse Erfahrungen gemacht. Die Bücher, die noch kommen, muss ich mich überraschen lassen. Das ist der Unterschied zwischen Jotzia und Itzia. Und wenn ich jetzt sage, ich habe das Holger-Buch schon gelesen, weil das von den Büchern, von den Leben ist, die ich schon durchlebt habe, wie ein Videospiel, kann ich mich da reinzoomen. Die Erfahrung, die er noch zu machen hat, aber das bin ja auch ich, aber dort ist gleichzeitig ist, das kann man ganz leicht verstehen, wenn man einmal dieses unbewusste chronologische Denken überwunden hat. Das heißt, die Vorstellung ist einfach, dass ich immer sage, wenn du vor dem Bücherregal stehst, sind alle Bücher in dem Moment, wo du das Bücherregal denkst, gleichzeitig da. Das ist natürlich jetzt ein Zustand, jetzt in Wirklichkeit ist da auch keine Information da. Das ist wie wenn du ans Internet denkst, denkst du das Wort Internet, aber was denkst du dann eigentlich? Sobald du jetzt ein Buch in die Hand nimmst, haben wir dieselbe Struktur. Was in dem Bücherregal die Bücher sind, sind in dem Buch die Seiten. Ja. Jetzt muss ich aber, um lesen zu können, muss ich eine Seite anschauen. Ja. Was in dem Buch die Seiten sind, sind auf der Seite die Zahlen. Ich muss jetzt eine Zeile rausselektieren, sonst kann ich nicht lesen. Was auf der Seite die Zahlen sind, sind in der Zeile die Worte. Dann kann ich aber immer noch nicht lesen. Was die Worte auf der Zeile sind, sind in einem Wort die Buchstaben, die einzelnen Buchstaben. Und erst ab dieser Ebene fängt es bei mir zum Lesen an. Aber ich sehe ja immer nur das, was momentan in mir auftaucht. Das ist in der Transversalen der Hintergrund, ein hierarchischer Aufbau in 7 Stufen. Das ist jetzt eigentlich das, was man normalerweise den Innersten kann, die Esoterik geistreich gesehen verknüpft mit der Naturwissenschaft. Weil Naturwissenschaft ist ja auch nur ein Wissensgebiet, eine Religion. Jetzt die Geldreligion zum Beispiel, Geld anzubeten. So ein unendlicher, geistloser Schwachsinn. Die Mächtigen der Welt, die Schuldzuweisungen. Da kann ich dann immer wieder sagen, wer ist dran schuld? Ich bin schuld. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ja. Die Frage nach, wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich? Ich. Ich habe diese Welt erschaffen. Nicht nur diese. Unendlich viele andere Welten auch. Das sage ich dir jetzt als UP. Es ist sehr, sehr selten, dass ich hier auftauche in jemanden und immer wieder dran denke, es geht in keinster Weise jetzt um den Gedanken Udo Petscher, den du dir denkst. Der ist vollkommen uninteressant. Denn ich bin, du heißt, es ist ein Wegweiser. Der Wegweiser ist nicht interessant. Die Richtung, wo der Wegweiser hindeutet, ist für dich interessant, nicht der Wegweiser selber. Ja. Stimmt oder stimmt Dinge? Ja, stimmt. Das muss das doch mal verstanden werden. Da schwingen natürlich viele, viele Ebenen mit rein. Da gilt auch diese Ebene, das, was du einem anderen antust, tust du mir auch. Alles, was du deinem Nächsten tust, tust du mir. Mhm. Das bezieht sich auch auf den Bruder, wenn er nicht absagt. Die haben ihre eigene kleine Hürde. Nicht, weil ich böse bin, sondern ich sage, all deine Richtersprüche verstrecke ich an dir selber. All deine Wohltaten, die du anderen tust, verstrecke ich auch an dir selbst. Mhm. Du solltest irgendwann einmal unter deinesgleichen das Teilen lernen. Da geht sich, dass einer besser oder mehr hat wie ein anderer. Die, die immer sind, sind sowieso dasselbe. Und wenn wir jetzt diese zerdachten Geschichten in diese zerdachten Schichten kommen, dann kommt dieses Teilenprinzip. Udo zum Beispiel hat unendlich viel Weisheit in sich. Und er hat so viel, das lasse ich mir nicht zahlen. Ich sage immer wieder irgendeinem Pfennig verlangt, ich habe so viel, dass ich es herschenke. Ich will das mit euch teilen.
Aber es wird das, ich merke von der Masse der Brösel, wird das überhaupt keiner wissen. Das interessiert mich nicht, weil denen geht es um viel wichtigere Sachen. Weisheit, mit göttlicher Weisheit wollen die nichts zu tun haben, weil die wissen ja schon alle, die ganzen Philosophen. Geistloses Nachgeäffe von Affen bei eigener Definition. Und dann kommt natürlich die rote Liebe, die allumfassende Liebe. So kleine Sätze, wenn ich sage, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er genauso ist, wie er von mir ausgedacht wird. Hast du diesen Bewusstseinszustand schon? Ist dir schon bewusst, dass egal an wen du denkst, dass dieser Mensch, den du jetzt denkst, gar nicht anders in deinem Kopf in Erscheinung treten kann, wie du ihn dir denkst, wie er von dir ausgedacht wird? Das ist wunderbar. Ja. Ich bleibe im Weiterreden. Das ist hundertprozentig sicher. Du lebst in einer Welt von dir selbst ausgedachten Vollidioten, die nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet. Sie glauben, alles, was für die hundertprozentig sicher bewiesen ist, weil sie es nachäffen, dass sie einmal selber darüber nachdenken, wie kann man das eigentlich beweisen? Kann man das überhaupt sehen oder ist es nur für mich wieder eine Vorstellung, weil es mir logisch erscheint? 99,9% deiner von dir getätigten Vorstellungen, die du aus dir herausdenkst, dir ausdenkst, vor dich hinstellst gedanklich, obwohl es deine Informationen sind, die kannst du nicht überprüfen. Die sind so weit weg von hundertprozentig sicher bewiesen. Selbst das Licht, alles, was dir Physiker über Licht erzählt, geistloses Nachgeäffe, zeig mir Licht, zeig mir Wind. Die logischen Erklärungsmodelle sind tausendfach bekannt, bin ich tausendfach drauf eingegangen. Du bist dir nicht bewusst, was jetzt dann in dem Moment wirklich da ist. Ja, ich sehe doch, dass das einen Schatten wirft. Ich sehe doch den Laserstrahl. Ich sage, das, was du siehst, ist was ganz was anderes. Das Licht selber siehst du nicht, weil das bist du selbst. Genau. Du bist die Lampe im Projektor, Symbol von mir. Übrigens im Englischen. Drum ist die Lampe und das Lamp. Lamp, Lamp, immer diese kleine Spiegelung. Wir können immer wieder spiegeln. Wir können unser P spiegeln. Wir können das, ein kleines, kleine Buchstabe P, den können wir hochdrehen. Mhm. Dann wird aus dem harten B ein weiches B. Wir können das dann in der horizontalen spiegeln, dann kriegen wir ein Dalit, ein weiches D. Mhm. Dann können wir es wieder auf den Kopf drehen, dann kriegen wir einen Kopf, eine affine Spiegelung. Die wenn wir reinstellen, habe ich so oft die ganzen. Da gibt es keine Zufälle. Diese Schöpfung, diese gigantische Traumwelt, die du erlebst, baut auf einem Computerprogramm auf einer Matrix. Darum ist auch 1999 der Film Matrix in die Kinos gekommen. Sag ich immer wieder, Regisseure, angeblich von uns ausgedacht, die Wachowski-Brüder. Damals die jetzt eigentlich zwei Schwestern sind. Ja, genau. Die haben das Geschlecht gewechselt. Jetzt könnte ich sagen, in die richtige oder in die verkehrte Richtung. Bei 16 Zeiten erkläre ich dir das so, wie du das haben willst. Ganz nebenbei, Shin wie Esther, Schwa Esther heißt, das Nichts, in dem ich mich versteckt habe. Wenn man es hebräisiert. Mhm. Ja. Oder dazu müsste man die Programmsprache kennen. Ja. Produziert von Joel Silver, Jude, Kesov, Buch Joel, all die Sachen habe ich angesprochen. Mhm. Es gibt in deiner Welt keine Zufälle. Das, was dir zufällt, ist das, was du mit deinem extrem fehlerhaften Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt, den du meine Meinung nennst. Mein Wissen, meine Logik. Du hast noch keine eigene Meinung. Du hast kein eigenes Wissen. Es ist die Meinung deiner Lehrer und deiner Erzieher, solange du jetzt chronologisch denkst. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist deine ureigenste Meinung. Wohlgemerkt, ich erzähle es nicht den Affen, der jetzt vom Computer sitzt. Ich erzähle es dem, der sich jetzt das alles ausdenkt. Das ist deine Meinung. Das ist hundertprozentig sicher. Und dann wirst du irgendwann einmal feststellen, dass dich das ganz allein macht. Und ich sage immer wieder, das macht Angst. Es macht unheimlich Angst. Aber dann hast du es noch nicht verstanden. Dann hast du wirklich noch nicht verstanden, was ich dir jetzt für ein Geschenk mache damit. Du bist ewig, du bist Geist von meinem Geist. Und die Auflösung der Bilder, der Existenzen, alles, was existiert in dir, existiert jetzt und es wird jetzt wieder vernichtet. Beobachte dich doch einmal, beobachte deine ständig wechselnden Informationen. Das Leid entsteht dadurch, dass du das nicht akzeptieren willst,
dass du meinst, du müsstest für alle Ewigkeit das festhalten, was du jetzt als toll und gut und wichtig ansiehst. Es ist wie ein Kind, dem man die Sandschaufel im Sandkasten weggenommen hat. Und der Blatt und Tränen laufen runter, weil dann irgendeiner die Sandschaufel weggenommen hat. Selbst bei diesen Worten denke ich mir was mit dem Sandkasten. Der Kasten ist die Deva, das ist das geschriebene Wort. Mhm. Sandkroll ist das Weltliche. Mhm. Ja. Schau FL, schau die Facetten an, die du selber in deinem Joch hochhebst. Das ist die Schaufel. Ja. Es ist kein willkürliches System. Und versuch es bitte nicht irgendwelchen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, irgendwelchen Gedanken von dir zu erklären. Ich mache es jetzt bloß wieder so. Mein Symbol. Das sind so simple, kindgerechte Beispiele. Halt deine jetzt ausgedachten zwei Hände deines jetzt ausgedachten Körpers vor dich hin, mach sie auf und zu. Und jetzt frage ich, hast du das Bedürfnis, diesen beiden Händen, die du jetzt erschaffen hast durch dein Denken, sind die jetzt die ganze Zeit da? Was ist die ganze Zeit? Die Vergangenheit, die du dir jetzt denkst, da bin ich immer wieder drauf eingegangen. Es gibt nur eine jetzt gedachte Vergangenheit. In der Vergangenheit als Ding an sich war überhaupt nichts. Weil was existiert, existiert jetzt. Und wenn du deine Hände vor dich hinhältst, dann tauchen die auf deiner VR-Brille auf. Und wenn du die auf und zu machst, machen die sich auf und zu, weil du das machst als Geist. Hast du das Bedürfnis, diesen von dir ausgedachten Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht? Meinst du, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, in irgendeiner Form, dieses Pixelmännchen, dieser Lautsprecher bewusst ausgedacht, sich in irgendeiner Form raussuchen kann, dass du, Geist, das jetzt träumst, dass du das jetzt erlebst, dass du dir das jetzt ausdenkst, dieses Gespräch? Hat der Udo einen Einfluss drauf, ich bin ein Sklave von dir? Oder ein Diener, nimm es, wie du es willst. Das ist aber nur die eine Seite von mir. Auf der anderen Seite bin ich der, der dich das jetzt träumen lässt. Darum geht es in dem Leben. Es geht in diesem Leben, dreht sich alles um dich selbst herum. Darum bist du immer der Mittelpunkt. Du bist die Quintessenz. Das Non-Plus-Ultra. Die Creatio ex nihilo. Du bist das Nihilo, aus dem das entspringt, dieses Nichts. Du bist das Einzige, was ewig ist. Weil du etwas bist, was als Ding an sich nicht existiert. Du bist im Meer. El Hayom. Und alles, was auftaucht, drum, hör auf mit der Angst, hör auf mit der Qual. Es ist auch die Gefühle, sind nichts Negatives. Ich sage immer wieder, wenn du der Schauspieler bist, du darfst nie vergessen, dass der Schauspieler jetzt rot geschrieben auf der Bühne des Lebens was anders ist wie die Rolle, die von dir gespielt wird. Dieser Charakter, dieser Abi. Ja. Du verlierst nichts. Verloren hast du das, was du dir ausdenkst, was du dir vor dich hinstellst und dir ständig im tiefsten Inneren glaubst, der gar nicht Glaube ist. Immer dran denken, G-L-O-B. Beschwerungskunst. Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Dass du dir ständig mit diesen fehlerhaften Glauben suggerierst, du hast mit dem, was du dir denkst, nichts zu tun mit dem Menschen und bist komplett entsetzt. Ist auch nicht geistlos, bist du dir böse, uneinsichtige Menschen auszudenken und denen vorzuwerfen, dass sie so sind, wie du sie dir denkst. Wenn du Fernsehen schaust, du siehst doch gar nicht mal, was jetzt da ist. Du lebst vollkommen in der Welt der Illusion. Auch hier wieder tausendfach erwähnt, schau dir an, was ist deine Illusion? Mhm. Physik im Nullpunkt Gottes, genau beschrieben. Auf der Wikipedia-Seite sogar, zwar nicht ganz so genau, weil da rauscht man dann drüber, das ist dem Menschen, dem Physiker, dem Psychologen ist es doch gar nicht bewusst, aber kann einem Psychologen, den ich mir ausdenke, was bewusst sein, wenn ich mir nicht denke, dass ich das bewusst bin? Ich bin jetzt in Bezug auf einen Gedanken ausgedacht. Ich denke, der hat Bewusstsein. Habe ich noch nicht verstanden, dass ein ausgedachtes Bewusstsein erstens einmal kein Bewusstsein ist und dass man Bewusstsein nicht besitzen kann. Man kann weder Geist besitzen noch Bewusstsein besitzen. Man ist Geist oder man ist Bewusstsein. Ausgedachter Geist und ausgedachtes Bewusstsein ist ein Hauch, ein Gedanke, der auftaucht und wieder verschwindet. Wo ist das?
Nicht mehr, mehr, aber viel, viel weniger. Ein kleiner Spritzer, der aus dem der MS rausspritzt. Du bist mächtiger als jeder ausgedachte Gott und jeder ausgedachte Oligarch oder was du dir auch immer ausdenkst. Die sind nur dann, wenn du sie denkst, und mächtig sind sie dann, wenn du dir denkst, dass die mächtig sind. Ja. Weil es einfach nur Informationen sind. Das ist hundertprozentig sicher. Ich bin der Erste, kannst du sofort überprüfen. So wie du dir grünes Maßmännchen denken kannst und kannst von einer Sekunde auf die anderen dir das auch rot denken, kannst du jetzt jeden mächtigen Politiker und Oligarchen dir mächtig denken und von einer Sekunde auf die andere kannst du dir denken, hey, das ist ja bloß ein Gedanke von mir, der ist ja ohne mich nichts. Ja. Das ist übrigens jetzt keine Spinnerei, das ist das, was es ist. Mhm. Ja. Ist nicht. Ja. Weil du so felsenfest davon überzeugt bist, dass du der Affe bist, der jetzt vor dem Computer sitzt. Wo war der jetzt eigentlich die ganze Zeit? Wo waren jetzt die ganze Zeit deine Beine, deine Knie? Haben die Brösel, die du jetzt vor dir hast, selbst auf den Pixelbildern Brillen aufgehabt? Oh, das ist jetzt ganz eine bewusste Frage. Hast du, wenn du aufmerksam hast, hast du in irgendeiner Form an die Brillen auf diesen Pixelmännchen? Jetzt, wo du dich siehst, dass die alle Brillen aufhaben, VR-Brillen. Ja. Und ich frage dich jetzt, waren die letzten 10 Minuten eigentlich da, die Brillen auf diesen Pixelmännchenköpfen? Dann wirst du sofort wieder konstruierst, du denkst dir jetzt die letzten 5 Minuten und in dem Moment, wo du dich fragst, ob die Brillen auf hatten, denkst du an die Brillen? Klar. Das Thema hatte ich hier und jetzt ausgedacht, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben mit Andrea. Das habe ich immer wieder erklärt. Das ist sehr, sehr trügerisch, weil du deine Vergangenheit ja im Jetzt konstruierst. Dass ich immer sage, wenn du jetzt, ich wiederhole das nochmal. Du kannst sagen, sobald du was denkst, existiert es ja. Wenn du jetzt meinetwegen, ich mache das Beispiel, ich wiederhole das Beispiel mit Andreas, wenn du jetzt auf die Arbeit fährst, du fährst an etlichen Kreuzungen vorbei. Stehen an den Kreuzungen eigentlich Wegweiser? Und jetzt ist interessant, sobald du dir die Frage stellst, denkst du jetzt an die Kreuzungen, jetzt an denen du angeblich, wenn du auf die Arbeit gefahren bist oder fährst, Vergangenheit und Zukunft passiert nichts. Alles, was passiert, passiert jetzt. Ständig wechselnde Bilder. Wenn du über die Kreuzung drüber fährst, dann gehst du das in Gedankengang jetzt durch, feinstofflich, und du fragst dich, sind da eigentlich die Wegweiser da? Und in dem Moment sind die natürlich da, weil dann denkst du an die Wegweiser. Ja, klar. Aber sind die auch dann da, wenn du jetzt normal an die Arbeit fährst? Du wirst feststellen, dann existieren die nicht. Ich sage, dann existiert nicht einmal die meiste Zeit deine Windschutzscheibe oder dein Dach oder dein Lenkrad. Ja. Weil für dich immer nur das existiert, was zur Zeit von dir in deinem Traum in der Existenz gehoben wird, was du anfokussierst. Stimmt. Und das Problem liegt im Bruch des zweiten Gebotes. In dem Wahn eines Materialisten zu glauben, dass all das Zeug in dem Universum da außen ist. In dem In-Eins-Gekehrten. Du bist die Quintessenz, du bist der Eine. Also ich bin es nicht, aus dem Brüssel, oder? Der von dir ausgedachte Holger und die Inge ist es auch nicht. Nein. Ja, beim Peter bin ich mir nicht ganz so sicher. Peter ist die Erstgeburt, das ist der Erste. es ist das Einzige, wo ich immer wieder sage, wenn ich als Udo oder Holofeeling, als Gedanke, egal was, es geht nicht um die Person, es reicht, wenn du die Schrift nimmst oder das Pixelmännchen dir anhörst, wenn du dich da drauf. Es zerstört erst einmal alles, was du geglaubt hast. Holofeeling, nimm dir dein Haar zurück, diese Metapher. Dein komplettes Wissen, das komplette Wissen deiner Menschheit. Ja. Ist der Buchstabe Haar. Ja. Das Wissen, mein Wissen, ist eine riesengroße Bibliothek. Und ich nehme dir das Haar zurück und dann kriegst du von mir ein Wort dafür. Du siehst, ich habe dir das Haar nicht weggenommen, aber du weigerst dich massiv. Wenn ich jetzt sage, das Wort Haus, du weigerst dich massiv, A, U und S zu akzeptieren, weil das vom H aus gesehen vollkommen unlogische Buchstaben sind. Das ist die Falle der Logik. Solange du eine Logik hast, die unheimlich viele Erscheinungen, die in dir auftauchen, die übrigens mit derselben Logik generiert werden, ablehnst, vernichten willst, sagen wir, die Bastelstückchen, die in dir auftauchen, die du nicht zurücknehmen willst. Du denkst dir was aus und sagst, da will ich nichts mehr damit zu tun haben.
Oder die Puzzlestückchen, die du verändern willst. Die Gedanken, die du anders haben willst, wie sie in dir auftauchen. Du musst in einen Zustand kommen, dass du das absolut wertfrei, dass du dein Leben normal weiterlebst. Ich sage immer wieder mit Holo-Feeling. Du hast an deiner jetzigen Rolle auf der Bühne, als Avatar in deiner Traumwelt, überhaupt nichts zu verändern. Du hast der zu werden, der weiß, ich träume das jetzt und ich spiele die Rolle bloß. Mir geht es darum, dass du jetzt ganz bewusst der wirst, der du eigentlich schon immer bist. Dass du aufhörst, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Das ist das Allereinzige, was mir darum geht. Ich erkläre dir, was du bist. Und all das mit den Worten und der Vordersprache, ganz, ganz grob, neugierig machend, ganz einfach, wie du funktionierst. Das ist aber noch lange nicht die Erklärung, wie du wirklich funktionierst. Genau so. Windows-Betriebssystem einmal als ein Charakter gesehen wird, niemals einen Basic-Computer an C64 mit Basic erklären können, was Windows ist. Ein Erwachsener, ich sage mal, ein lebenserfahrener 70-Jähriger wird niemals in der Lage sein, hier einen 3 Jahren alten Säugling, 3 Jahren alten Kind zu erklären, was Leben bedeutet. Ja, klar. Es ist, da muss man immer wieder die Chronologie der Entwicklung sehen. Das mangelt nicht am Beispiel in Holofeeling. Es ist auch ein Ding, das spielt man ganz alleine. Da gibt es keine Sekte, da nützt dir keine Gruppe was, weil eine Gruppe wären ja schon wieder ein Häufchen von ausgedachten Figuren. Ich sage, verstehen kann mich nur der, der sich's ausdenkt. Was jetzt aber wiederum auch das Gegenteil nicht heißt, dass man das nicht sich zusammensetzen kann und kann Erfahrungen austauschen. Jetzt sind wir wieder im Teilen. Das heißt, in einer geistreichen Gesellschaft teilt man sein Wissen mit anderen und zwar vollkommen selbstlos. Man bereichert sich an dem Wissenselement an anderen. Man bereichert sich an den Perspektiven, an den Denkmöglichkeiten der anderen und setzt die zusammen, wie man Einzelteile zu was vollkommen Neuen zusammensetzt. Ich könnte jetzt sagen, da gibt es zum Beispiel ein Glaswissen, ein Schlauchwissen, ein Schraubenwissen, ein Kabelsteckerwissen, die als Dinge an sich einfach nur verschiedene Wissen sind und die zusammengesetzt geben ein Automobil. Was natürlich dann, sobald du das Auto siehst, an diese Kleinigkeiten gar nicht mehr denkst. Deine Fachgebiete wie Quantenmechanik, Astrophysik, das ist für mich wirklich nur ein Stück Schlauch und ein Kabelstecker. Das sind nichtssagende, als einzeln betrachtete, nichtssagende kleine Frequenzen, so unendlich komplex, die für einen normalen Laien, für dich Brösel jetzt, vielleicht schon erscheinen mögen. Du wirst feststellen, wenn du einmal das Bewusstsein freigeschaltet bekommst, das Schöne ist, du hast da keinen Einfluss drauf. Das ist wie, wenn du in die Schule gehst, sage ich, du hast einen gewissen Grundlehrstoff. Und wenn du deine Prüfung, deine Führerscheinprüfungsbogen bestehst, wie ich immer sage, das ist zurzeit eine Führerscheinprüfungsbogenwelt und das Einzige, was du zurzeit wirklich zu lernen hast, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen und vor nichts und niemanden mehr Angst zu haben. Das vom ersten Tag an, wo ich in dir aufgetreten bin, war das meine Predigt. Das intellektuelle Wissen mit der Vordersprache, das läuft ganz nebenher. Wenn du das nicht kannst, Dinge, erinnere dich, daher gibt es den Seinen im Schlaf, fliegst du nicht durch die Prüfung, weil das nicht abgefragt wird. Was ich abfrage, ist, hast du vor irgendwas, was du denkst, noch Angst? Regst du dich über irgendetwas, wo du dir ausdenkst, noch auf? Bist du damit nicht einverstanden? Die Sache mit dem blinden Arschloch. Das hast du zu nennen. Dazu brauchst du keinen großen Intellekt, sondern ein ganz, ganz großes Herz und eine allumfassende Liebe. Und solange du noch meinst, dich könnte irgendjemand beobachten oder über irgendwelche auf die du dir ausdenkst oder dir könnte was passieren, hast du noch nicht verstanden, was du bist. Oder du könntest was verlieren, was dir wichtig ist. Die Sandschaufel, dein Sandkasten. Was ist die für einen Erwachsenen? Die Barbiepuppe, mein Barbiepuppenbeispiel. Hör dir all die Selbstgespräche an. Das sind kindgerechte für Kinder Beispiele. Du bist ein Kind, ein Gotteskind im Geist, noch eigentlich noch voll in der eigenen Kaka liegend, in der Windel liegend. Das ist der Ruf, den du dir hochhebst. Die Welt leben. Das sind symbolische Bilder, alles ist Symbol, alles sind Geschichten. Dein Leben ist ein einziges großes Märchen und du hast die Metapher nicht verstanden. Die Windel ist auch ein Dreieck. Gell? Es ist ganz, ganz simpel und einfach.
Es ist gerade immer, wenn ich sage, die Märchen, deine Zeitungsberichte, die Amerika-Wahl, das sind Märchengeschichten. Es geht nicht um diese Figuren, es geht um die Metaphern. Und du lebst wirklich in deinem Größenwahn, in deiner intellektuellen Anmaßung, über alles und jeden zu bestimmen, obwohl du dir eigentlich mit einem, nur einem Hauch von Selbsterkenntnis dir einreden müsstest, dass du nichts, absolut nichts weißt, nicht einmal von deinem Fachgebiet. Ja. Der normale Schulmediziner, der hier nur einen Hauch von Selbstbewusstsein hat, müsste eigentlich wissen, dass er von dem ganzen medizinischen Wissen ein Nichts weiß, was er so hoch ansetzt. Bei Physiker ist es noch viel krasser und bei Mathematiker, Arithmetiker genau genommen. Ja, ja. Und dann, wenn deine ganzen Idole, wenn wie Seifenblasen, wenn die zerplatzen, weil du merkst, dass die dich in Sackgassen hineingeführt haben, dass es das Denken gar nicht, die Gürtel und wie sie alle heißen. Und dann gibt es natürlich immer wieder zwei Seiten, auch für die, wo du einen tiefen Respekt hast. Eine Einstein-Geschichte. Es hat ja alles einen Sinn, es ist auch alles wichtig. Ich kann das nicht oft genug betonen. Die vierdimensionale Raumzeit vom Einstein ist eine wunderschöne Metapher, aber nicht, wenn man es materialistisch auslegt. Solange du materialistische Vorstellungen davon aufbaust, hast du ein riesengroßes Problem. Das gilt für die Physik und die Chemiebücher, unser H2O. Gilt es genauso wie für die Heiligen Schriften. Wenn ich meine, dass Adam und Eva hier Neandertalerbärchen waren, irgendwann in der Vorsteinzeit. Und der Jesus ein Halbgott, der sich abschlachten dann hat, für die Menschheit, um die Menschheit zu retten. Meine Geschichte mit Osterhasen, wenn ihr euch erinnert. Ja. Das macht dann keinen Sinn. Jetzt jede dieser Geschichten, wo ich jetzt anspreche, wäre wichtig, dass man sie versteht. Wie kann ich glauben, dass ich einen abschlachte und das die Menschheit erlöst? So was reden dir die Glocken ein. Ich verweise übrigens nochmal auf den Film BK. Ja. Ach, sehr schön, sehr gut. Ja. Sehr gut. Da ist alles drin. Heulen. Hast du geholt, Heuler? Ich hab's, dir prophezeit am Ende. Das ist wieder, da wird jetzt der intellektuelle Mensch vielleicht sagen, das ist ja Kitsch. Interessant ist auch der Sprung dann auf die Internetseite, also Wikipedia mal diesen Film eingeben, da ist eine Filmbesprechung drin. Was da jetzt immer dran denken, jetzt haben wir wieder Märchengeschichte. Wir haben eine Internetseite mit Worten drauf, wo wir dann Vorstellungen machen. Was dieser Film in Indien ausgelöst hat. Neu zu einem Religionskrieg, die religiösen Fanatiker. Obwohl der so liebevoll darauf hinweist, wenn dir nicht wieder werdet wie ein Kind. Ja. Werdet ihr das Reich Gottes, ihr werdet meine Welt, mein Himmelreich niemals betreten, wenn ihr nicht wieder werdet wie ein Kind. Ja. Ganz, ganz tief. Dieser religiöse Rechthaber waren, wenn ich sage, der Hospitalismus, ob du jetzt was nachäffst, ob du dir hier eine gewisse Uniform anziehst, ob das jetzt Kippas sind, ob das irgendein Umhang ist, orange-rot, ob du dir Glatze scheren lässt oder dir hier die Haare wachsen lässt und ein Bart wachsen lässt, ob du dich an der Klagemauer hinstellst und hier das Äffchen machst mit Hospitalismus, ob du dich in ein Kloster zurückziehst und murmelst irgendwelche Hare Krishna tausendmal am Tag. Das macht dich doch zu dem nachäffenden Affen irgendeiner Religion. Eben. Da solltest du langsam aus dieser Hosenkackerei von Religionen, ausgedachten Religionen, solltest du herauswachsen. Ob das jetzt die Geldreligion ist, Geld erhält mich am Leben. Du bist die Quelle für all das, was du dir ausdenkst. Und ganz wichtig, dieses Du, das ich jetzt anspreche, du all, ist nicht der Affe, den du jetzt wieder denkst, wenn du an dich selbst denkst. Der hat nur Überlebenschance. So viel zum Thema Schulmedizin. Eine Milliardenindustrie, die versucht, etwas Vergängliches, Existierendes möglichst lang am Leben zu halten. Und viel Geld, viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit zu verdienen. Ja. Jetzt kehrt es alles um. Alles, was für dich unheimlich heilig war, stellst du fest, das ist ja der Heiligste überhaupt. Und alles, was für dich schlimm und böse war, ist eigentlich der Heiligungsprozess. Wenn die Tiere andere Tiere auffressen, die zum Fressen gern haben, ist das ein Einswerdungsprozess. Wenn dich am Ende den Trockennasen auf dem tierischen Körper, wenn der von der Erde wieder aufgefressen wird, Asche zu Asche, Staub zu Staub, ist das ein Einswerdungsprozess mit der sogenannten Gaia. Aber Gei, ja, dieses Gei ist der Geist, ist der Schöpfergott. Da kommt das Wort Erde her. Da haben wir einmal das erweckte Wissen oder die erwachte Quelle, wenn wir es rot machen.
Mhm. In sich selbst erwachte Quelle oder das erweckte Wissen. ERD, einmal rot und blau gelesen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Das ist passiert. Du wirst es nicht aufhalten können, dass sich das auflöst, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Ich sage immer wieder, die Schwierigkeit ist, dass du das immer wieder wiederholst. Hast aber keinen Einfluss drauf. Freigesprochen. Jeden Morgen wieder wach werden, als der, der du zu sein glaubst. Mhm. Und dann will man wieder weg, Inge, du wirst unser ganzen Beispiel. Das ist, was hält dich in dieser Ebene noch fest? Ich kenne immer, man muss wirklich loslassen. Einfach da sitzen und es ist doch eigentlich, es ist wie wenn du nicht schlafen kannst nachts. Warum kannst du eigentlich nicht schlafen? Ich würde dir ganz einfach sagen, wenn du dich neben dich hinstellst und wirklich dann einmal deine Gedanken beobachtest, weil da immer noch das Nicht-Einverstanden-Sein ist mit dem, dass du jetzt normal gesprochen nicht schlafen kannst, weil du willst, dass die Nacht rum ist. Du willst schon wieder irgendwie in die Zukunft. Das ist es. Das ist die Ursache. Einfach schauen, mich jetzt eigentlich schlecht, denk dir die Situation, du liegst als Brösel im Bett, mein berühmtes, du schaust um 3 Uhr auf den Wecker, dann machst du die Augen wieder zu, fühlst dich hellwach, du grübelst über irgendwas nach, irgendwas sinnierst du, dir geht was im Kopf rum, du sinnierst und sinnierst, gefühlt 2 Stunden, du schaust wieder auf den Wecker und es ist 3:05 Uhr, dann kommt vielleicht der Gedanke, es kann es doch gar nicht geben, dass das jetzt 5 Minuten waren, das waren noch mindestens 2 Stunden, aber was wühlt mich jetzt da so auf? Was will ich eigentlich? Ich will, dass die Nacht rum ist, dass und immer Zukunft. Es wird in der Zukunft nichts passieren. Wenn du das einmal gecheckt hast, dass dich die Zukunft überhaupt nicht mehr interessiert und dass dir die Vergangenheit, wie ich immer sage, vollkommen am Arsch vorbeigeht. Dass du dich wirklich konzentrierst, was ist jetzt da? Und dann schaust du, wie du denkst, wie du werdest, wie du vom einen ins andere kommst, dieses Spiel. Reizauslöser, Reaktion ist wieder neue Reizauslöser, diese Hirnwichserei, wie du hier Gedankengespinste in dir aufbaust, immer wieder, ständig wechselnd. Und du musst jetzt der werden, der das anschaut, wie du werdest, wie du interpretierst, in einem fort, ohne diese Interpretationen zu werden. Das ist Bewusstwerdungsprozess. Schauen ohne zu werden, dann bist du das rote Ich. Dann bist du der Geist, dann wirst du der, der du schon immer bist, der ein Leben erlebt. Mhm. Aber das ist die Grundvoraussetzung, dass ich sage, jetzt hast du das Lebensziel in dem Leben gelernt, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen, ja. Vor nichts und niemanden mehr Angst zu haben, schon gar nicht vor irgendeiner Vergänglichkeit oder von der Auflösung von irgendetwas, was du dir jetzt ausdenkst. Weil du jetzt zu verstehen beginnst, dass doch jeder Gedanke, den du neu denkst, den bestehenden Gedanken wieder zerstört. Und dass dich das nicht weiterbringt, wenn du jetzt immer wieder zwanghaft wieder alte Gedanken wieder hochholst, dann bist du der Hamster im Laufrad. Dann wiederholt sich das. Darum wiederholt sich auch jeden Morgen täglich, grüßt das Murmeltier, der, die du zu sein glaubst. Du wirst immer als dieselbe Person wach. Und dann doch wieder nicht. Ja. Weil jedes, bei der 200 Gramm Routen, jedes Bild, das entsteht, vollkommen neu erschaffen wird. Mhm. Jetzt, wenn du deine Hände wieder vors Gesicht hinhältst, die sind vollkommen neuer Aufbau. Mhm. Es ist derselbe Geist, dieselbe Gnade. Es sind immer dieselben Lämpchen auf der VR-Brille, beim Monitor, egal welche Bilder du jetzt anschaust. Die Lämpchen selber verändern sich nicht. Die Lämpchen. Mhm. Habe ich nicht gesagt, ich bin der Schäfer, ich bin der gute Hirte? Lämp, genau. Und ich hole meine Lämpchen wieder. Die kleinen Lampen habe ich doch gerade erklärt mit den Lämpchen. Meinst du, das ist ein Zufall in der Sprache? Diese Sprache, wo dir jeder Linguist erklärt, im Laufe der Jahrtausende die menschliche Sprache geschaffen ist. Es ist ein Affe, der nachäfft. Das ist wieder eine Siri, die man programmiert hat. Ja. Weil wenn ich immer wieder sage, meine Physiker, wenn ich ihnen zeige, die ganzen physikalischen Formeln und die Naturkonstanten hier in der Dora, im Dennach, wie ich das berechne, wie diese Zahlenstrukturen die komplette physikalischen Formen beinhalten. Die sehen das, sind sprachlos, aber warum es mir geht, ist doch letztendlich, begreif doch endlich, was du selbst bist. Warum bist du so voller Hass, warum bist du so voller Angst? Die Menschen, die du dir ausdenkst, die jetzt die ganze Zeit nicht da waren, was bloß du, ich und meine Stimme und deine Vorstellungen, das, was du aus den Worten jetzt für Vorstellungen machst. Und ich hoffe, dass dich das ziemlich innerlich auffüllt. Wo denn sonst? Es kann dich nur innerlich aufwühlen. Dein Gefühl, was in dir aufgefühlt, aufgewühlt wird, sind deine Gedankenwellen.
ein ständiges Kommen und Gehen von Bildern, von Gefühlen. Und die waren ganz, ganz gezielt von dem Intellekt gesteuert, von dem du zum Denken benutzt. Da gibt es nichts für die Ewigkeit festzuhalten. Der schönste Widerspruch bist du selbst. Du kannst unendlich wachsen, ohne dass sich an dir was verändert. Kann nichts wachsen, ohne dass es sich verändert. Ja, wenn ich weiß, dass unser ausgedachtes Nichts nicht nichts ist, sondern zu dem Nichts gehört die andere Seite, nämlich das Alles. Mhm. Und dieses Nichts und das Alles, All und La, oder El und Le, ist genau genommen das AI, dieses Nichts. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Wo. Das heißt, aber jetzt müssen wir die Sprache verstehen. Mhm. Es ist reine deutsche göttliche Arithmetik. Ich erzähle dir jetzt etwas. Es geht wirklich nur übers Deutsche. Also mach dir jetzt keine Gedanken mit den Völkern, wenn ich immer wieder sage, ja, wenn du jetzt ein Italiener bist oder Amerikaner oder Türke bist. Ausgedacht, ja. Das, was du jetzt hörst, ist Deutsch und die Grundvoraussetzung ist, dass dein Denken Deutsch wird. Was für eine Rolle du spielst, habe ich so oft gesagt, spielt dabei keine Rolle. Aber dass das nicht für irgendwelche Völker ist, für irgendwelche Menschen in deinem Traum, es ist nur für den Geist, der träumt. Das ist meine Botschaft, richtet sich nur an den, der sich das alles ausdenkt. Ja. Und dass dir jetzt klar sein muss, dass du, wenn du das in der Welt posaunst, als Brösel in deine Welt hinein posaunst, dass das nur Konflikt erzeugt. Ja. Dass hier zwangsläufig die ja nur Programme sind, die reagieren, wie Maschinen reagieren. Was ist Lebendigkeit, habe ich dir mal gesagt. Wie definierst du Lebendigkeit? Wenn man auf was reagiert, das macht die Siri auch, ist die Siri lebendig? Nur programmgesteuert reagierst, ich sage, da ist ja sogar eine Mausefalle, ist dann lebendig, weil wenn ich da hinlaufe, ja, genau. Die muss aber zuerst vorgespannt werden. Es ist immer, was du erlebst, was aufgespannt wird, fällt auch wieder in sich zusammen. Es entspannt sich wieder. Wir drehen jetzt das rum. Du bist zurzeit extrem entheiligt und dann machen wir das wieder heilig. Mhm. Da ist ja das Entheiligen, macht ja dann praktisch das Gegenteil von heilig. Ja. Die Entfernung des Gegenteils von der Ferne macht, die Entspannung des Gegenteils von der Spannung. Darum ist auch ein Entstehen ein in Bewegung setzen. Das End ja das Stehende ins Gegenteil gekehrt wird. Mhm. Wenn etwas entsteht, scheint sich was zu bewegen. Mhm. Es scheint sich zu bewegen. Alles, was du in Bewegung setzt, passiert aber hier und jetzt, weil du dich Lichtgeschwindigkeit bewegst, transversal. Mhm. Das ist auch die Vorstellungswelten der Physiker, die nur immer von ihrem Universum und den Tausenden von Galaxien und Milliarden von Galaxien und was auch immer reden. Das sind vorgestellte, ausgedachte Dinge, letztendlich nur ihre Information aufbauend auf einen gewissen Intellekt, auf ein Wissen, auf ein Programm, das vollkommen fehlerhaft ist. Und ich betone immer wieder, fehlerhaft heißt, es fehlt was zur Vollkommenheit. Was falsch ist, Faller ist die Falle. Wobei da das alles schon mit drin steckt, bloß vorne ist ein F. Was auch immer das heißen mag. Diese Wandlung zwischen B und F. Ja, ja. Darum haben wir ja auch die Facetten, haben wir das Face. Es ist diese Radix latinisiert, F-A-C, weil das ist auch zum K, die Fakten. Genau. Machen, tun, handeln. Das führt uns dann zu dem Gesicht. Banim, Benim. Ja, genau. Aber das ist so, da komme ich nicht mit. Ich sage immer, das ist doch kein Problem. Du bist ein Gotteskind. Und wenn du ein Säugling Gott bist, dann hast du dich noch voll zu saugen mit der Muttermilch. Aber Milch ist das Weltliche. Das ist diese Traumwelt. Du lernst in der Traumwelt, in vielen verschiedenen Traumwelten. Das sind noch ganz Haufen Bücher, die du lesen kannst. Viele Geschichten, viele Rollen, die du spielen darfst. Wie ich immer wieder sage, die ich schon gedacht habe, die ich schon durchlebt habe. Eure Leben habe ich alle schon gelebt. Ich meine jetzt nicht die Leben von dem Brösel bloß, sondern vor allem das Leben auch von dem, der jetzt vom Computer sitzt. Du weißt von mir nichts. Ich weiß von dir alles. Ich weiß, was du noch tun wirst und wie du reagieren wirst. Und da ist jetzt der Parameter mit Freiheit, dass du die Freiheit hast. Ich werde dich nicht zwingen, dich glücklich, unendlich glücklich zu machen. Du hast es selbst in der Hand. Und wie funktioniert es, indem du einfach lernst, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen und nichts und niemanden mehr Angst zu haben? Ja.
Das wäre aber jetzt eine einseitige Aussage. Das ist auch hier, habe ich nicht jetzt zum Andrea-Charakter heute schon gesagt, das ist immer wieder das Spiel, wenn du dir Filme anschaust, diese Palette in unserer Bibliothek, Anfang vom Drama, über den Liebesfilm, über die Komödie, über den Krimi, wir wollen ja die nicht verändern, die sind doch alle unterhaltsam. Ja. Du kannst jetzt hier bewusst ausgedacht die Vorträge anhören, die 25 Jahre alt sind, 20 Jahre alt sind, wo ich das Prinzip schon von vornherein sage, Mensch, ich freue mich schon, das ist natürlich jetzt weltlich gedacht, heute Abend kommt ein schöner Film. Das kann ein gruseliger Film sein, oder kann ich, oder Liebesfilm, da kann ich so schön heulen. Mhm. Ich sage, wenn du weißt, dass du nur ein Zuschauer bist von Märchengeschichten, ob jetzt das, wie gesagt, Tragödien sind oder Komödien sind, es ist wie ein abwechslungsreiches Essen. Ja. Dann freust du dich drauf, das anzuschauen. Auf einen spannenden Krimi, genauso wie vielleicht auf einen Horrorfilm, hängt natürlich auch wieder von deinem Charakter ab, von deinen Interessensfeldern in der Essen. Wir sind wieder beim Essen. Ausgewogene Ernährung ist wichtig. Vegetarier und Veganer sind mit Sicherheit, die ernähren sich mit Sicherheit nicht ausgewogen. Extrem einseitig und einseitig ist immer unvollkommen. Mhm. Ist egal, für was du dich auch geistig, wenn du dich geistig einseitig ernährst. Wenn du nur von der linken Partei naschst, kriegst du auf Dauer Mangelerscheinung. Und wenn du dich bloß von der rechten Partei ernährst, kriegst du auch auf die Dauer Mangelerscheinung. Einseitige Ernährung ist wie einseitiges Denken, einseitiges Recht haben wollen. Holofeeling ist eine vollkommene Ernährung. Da steckt alles drin, was du zu einem ewigen Leben benötigst. Ja. Zu einem glücklichen ewigen Leben benötigst. Zu einem vollkommenen, absolut vollkommenen ewigen Leben. Weil es aus allen Facetten, die prinzipiell gedacht werden kann, besteht. Und nicht nur die, wo du zurzeit in der Lage bist, aufgrund eines extrem limitierten Intellektes dir zu denken. Und selbst das, was du jetzt denken kannst, urteilst du noch in richtig und verkehrt und wichtig und unwichtig. Das ist das eigentliche Problem. Ja. Also wohlgemerkt, zieh dir irgendwann einmal den Schuh an, dass du ganz dich in dich selbst zurückziehst, wo du eigentlich immer bist, und sagst, ich nehme alle Schuld auf mich. Aber ohne Anklagen zu sein, sondern in einer tiefen Selbsterkenntnis, dieses Leben habe ich ja selbst für mich gemacht. Ich bin doch dafür verantwortlich für das, was ich denke. Kein anderer. Mhm. Gut, du hast einen Diktator in dir drin, das ist dein Intellekt, den du bisher so wichtig gesetzt hast, richtig gesetzt hast. Das ist aber doch noch nicht deine Meinung. Es ist die Meinung von anderen. Eine Anderung nenne ich das, von anderen. Es ist die Meinung deiner jetzt von dir ausgedachten Lehrer und Erzieher. Aber haben die eine eigene Meinung? Wenn das doch nur Figuren sind, die du denkst, können die nur die Meinung haben, die du dir ausdenkst. Wie heißt es in Ich bin, du ganz am Anfang in der Hans-Geschichte, wo Hans die kleine Erleuchtung hat, wo er zuerst einmal alle Religionen abrastert? Ich verweise wieder auf den Film BK von einem anderen Stand. Mhm. Und er stellt fest, die sind so widersprüchlich in allen. Diese schöne Szene, wo die Frau weiß gekleidet im Bus sitzt und er will sie Tränen trösten und fasst sie auf und wird angeschissen. Siehst du denn nicht, dass die ihr Mann verloren hat? Mhm. Er ist ganz entsetzt. Dann geht er durch die Stadt, dann kommt er vor eine katholische Kirche, wo eine Braut davor steht, und er geht hin und bemitleidet sie, weil sie ihren Mann, dass ihr Mann gestorben ist, und sie ist total entsetzt, weil dieses ewige Spiel von geistlosen Nachplappern von Einseitigkeit. Es ist so wunderschön dargestellt, was Religionen aus Menschen machen. Und jetzt setze für Religionen politische Parteien, das ist nichts anderes. Es ist kollektiver Wahnsinn, in dem du lebst, und du bist schuld. Und dann doch wieder nicht. Zwei Seiten, kann ein träumender Geist schuld sein an dem, was er sich ausdenkt? Was sagt Udo immer? Altes Beispiel, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Schreibt der Kugelschreiber das Gedicht oder schreibt das nicht? Und du merkst jetzt, ganz geistreiche Frage, wir müssen zuerst einmal klären, was wir unter Schreiben verstehen. Er bringt die Farbe aufs Papier, wenn das für dich Schreiben ist, dann schreibt er das Gedicht. Aber er bestimmt nicht, wie er das macht. Da ist ein Sklave in der Hand.
Okay, die Hand schreibt das Gedicht. Aber schreibt die Hand wirklich das Gedicht? Sie führt den Kugelschreiber. Aber bestimmt sie, wie sie den führt? Also gut, ich sage mal, das Gehirn, das da dranhängt, der Mensch, der schreibt das Gedicht. Und ich sage immer, was macht der, wenn ihm nichts einfällt? Jetzt kommst du schon langsam in einen Bereich, das in eine Richtung geht, wo sich die Menschheit keine Gedanken mehr macht. Selbst die Philosophen nicht. Weil die ja nur nachäffen. Die Philosophen deiner Welt, die du dir jetzt ausdenkst, sind so, wie du sie dir ausdenkst. Bisher, was hast du bei dem Wort Philosophen gedacht? Du hast das da mal an Kisten gedacht, wo du dir Wissen reindenkst. Lauter Siris. Hör dir doch Vorlesungen vor. Was ist es? Die Philosophie besteht einzig und allein darin, dass hier rezitiert wird, was angeblich irgendwelche Menschen in der Vergangenheit gedacht und gesagt haben. Und das Ganze wird dann natürlich wieder bewertet, einseitig. Abhängig wieder von dem Grundprogramm. Ja. In der Physik, in der Philosophie, in der Medizin, es ist nichts anderes. Die Wahrheiten von heute wird morgen drüber gekleckelt. Lest den Prediger, den Kohlet in der Dach. Es gibt nichts Neues. Ich zeige dir das anhand von Büchern, die wir uns jetzt ausdenken, wo wir jetzt ganz bewusst Jahreszeit anschauen, die letzten 600 Jahre. Ich zeige dir die modernste Quantenphysik, zeige ich dir in Büchern aus dem 15. Jahrhundert. Paracelsus. Original neu zu dieselben Zeichnungen, dieselben Aussagen, bloß absolut präzise auf den Punkt beschrieben und nicht zerrechnet und zerdacht bis zum Es geht nicht mehr. Es sind Facetten von Facetten, geistloses Geschwätz und du bist schuld. Außerdem auch bist du dran schuld, was du jetzt hörst, was du Udo dir erzählt. Weil du denkst dir doch den Udo jetzt aus. Und immer dran denken, was von dir gedacht wird, ist, weil du es denkst und genauso wie du es denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Du brauchst einen vollkommen neuen Ansatz. Ein vollkommen neues Weltbild. Und dann kannst du mit Anstand alt werden. Und dann lasse ich dich aufwachen. In einen höheren Bereich. Von einer Sekunde auf die andere. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Für dich klingt es dann stirbst du. Das Sterben ist ein Blödsinn. Du kannst nicht sterben. Nichts kann nicht sterben. Ja. Wenn du sterben, esst die Erben, habe ich so oft gesagt, wenn du das definierst, dass sich dein Körper auflöst, ich kann es nicht oft genug sagen, der ist schon dann nicht da, wenn du ihn nicht denkst. Du kriegst niemals eine Auflösung mit. Es gibt keine Möglichkeit, dass du Geist bewusst beobachtest, wie sich was auflöst. Es wechselt dann bloß die Sache. Es ist immer wieder so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel diese Computermaus nehme, die jetzt auf dem Monitor ist, und jetzt mache ich so und sage, jetzt ist sie weg. Nee, die ist ja immer noch da. Sie hat sich bloß verschoben von der optischen Wahrnehmung. Wir reden ja noch von der Computermaus. Mhm. Mhm. Das heißt, selbst wenn wir jetzt da Lücken machen, ist ja das Thema, der Kontext immer noch diese Computermaus, die sich jetzt angeblich aufgelöst hat, obwohl die doch noch als feinstofflicher Gedanke in uns rumspuckt. Das erfordert, Holofeeling erfordert eine unheimlich präzise Präzision, doppelt gemoppelt. In Bezug auf das, was ist, was in Ansätzen in diesen klassischen religiösen Meditationssystemen ist. Aber diese Schritte, so weit geht doch keiner. Die reden dann zwar auch nochmal von einem, der drüber steht. Übrigens ist jetzt aufgefallen, dass jetzt die Phase eingeläutet wird, dass jetzt irgendwie gleitend, jetzt denkt man wieder an die Computermaus, sich die Computermaus aufgelöst hat. Die Auflösung selber, wenn du nicht mehr den Kontext hast, und mit der Veränderung des Kontextes zwangsläufig die wegfallen. Jetzt ist sie natürlich wieder da, weil wir wieder dran denken. Genau. Bei optischen Bildern ist es ja noch krasser. Ich sage immer wieder, du kannst dann hier sehen, dass es weg ist, aber das ist ja dann immer noch da. Das ist, solange du den Kontext hast, ist es ja immer noch da. Das ist das Spiel, ich erinnere dich einmal, wie ich bei dir war, ganz am Anfang, wo ich irgendein Glas in die Hand habe, schau das Glas an und dann habe ich das Glas unter den Tisch gehalten und dann habe ich gesagt, was ist jetzt mit dem Glas? Und dann sagen die meisten, jetzt ist weg. Ich sage, nein, das ist doch, wir reden doch noch von dem Glas. Es geht bloß von der VR-Brille raus, aber es ist immer noch in dem feinstofflichen Hintergrund mitgedacht. Absolut weg ist es dann, wenn es wirklich aus, wenn der Kontext sich auch verändert. Aber es ist immer ein Arbeitsspeicher in Gott, in diesem großen Kontinuum, aus dem alles entspringt. Und das wird halt zur Zeit limitiert durch dein zum denkbenutzten Intellekt. Der Mensch, das ist der blaue Mensch, das ist das Programm, ein Konstruktwerte- und Interpretationsprogramm. Und ich betone nochmal, dass hier in dem Programm auch all das Wissen, du denkst dir ja nicht nur Wissen, wo du weißt, sondern du denkst dir so viel Wissen aus, wo du sagst, das kenne ich nicht.
Das ist aber nur eine Blackbox. Du hättest prinzipiell die Möglichkeit, dir das anzueignen. Mhm. Mein Standardbeispiel wieder, wenn wir sagen, Gott, alles Wissen, gleichzeitig symbolisieren wir mit dem Internet. Wie viel von den Milliarden und Abermilliarden Internetseiten, die du prinzipiell öffnen könntest auf deinen Computer, du bist der Computer, öffnest du? Ein Nichts von einem Nichts von einem Nichts. Immer dieselben Seiten, immer dasselbe, das, was für dich von Interesse ist. Stimmt. Und dann wunderst du dich, dass sich in deiner Welt nichts Wesentliches verändert. Das, was ich immer sage, es können zwar neue Sachen, neue Filme auftauchen, die du noch nie gesehen hast, aber neu sind die nicht. Es ist immer das Gleiche. Es sind Filme mit Menschen, mit Geschichten, ob das Krimi ist, wirklich neu, absolut neu. Wirst du mit deiner jetzigen Logik nie was zu sehen bekommen, weil dann müsstest du, wie ich immer wieder sage, nicht nur jetzt die Programme, ich sage, solange du mit einem Betriebssystem arbeitest, wirst du nur Filme laufen lassen können, die mit dem Betriebssystem arbeiten. Du wirst mit Basic niemals einen 3D-Film anschauen können mit einer Verbrille. Nicht einmal einen normalen Film, nicht einmal ganz grob einen Zeichentrick, Strichmännchen-Film kannst du laufen lassen mit Basic. Aber keinen fotorealistischen Film und Stereoton. Das ist das, was passiert mit Holofeeling. Holofeeling ist ein hochwertigeres Betriebssystem. Jetzt lassen wir es gut sein. Ja, ich kann immer nur wiederholen. Ich kann nur dich leicht antippen, weil jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich sage, jetzt musst wirklich, was musst du eigentlich? Gar nichts. Vertrauen. Hab einfach Vertrauen. In wen? In Udo? Nee. In dich selbst. Hab Vertrauen, dass da was in dir drin ist, dass du selbst bist, was du vollkommen vergessen hast, bewusst vergessen hast, um das Leben, das du jetzt durchlebst, erleben zu können, so wie du es erlebst. Ja. Darauf musst du vertrauen. Ja, exakt. Danke, Udo.